Max, wir müssen reden. Ich habe gar keine Flasche, gib mal die Flasche her, bitte. Sind wir jetzt schon drauf? Ja, aber wir lassen uns erstmal noch ankündigen von unserer leuchtenden Assistentin Nele Heise. Ja, hallo, herzlich willkommen. Das berühmte Ploppen der Bierflaschen haben wir jetzt schon gehört. Willkommen im Sendezentrum hier beim 32C3. Mein Name ist Nele Heise, ich habe heute das Vergnügen, diese beiden, ja, euch vielleicht doch recht bekannten jungen Herren, die jetzt hier schon den ersten Drink hingeben. Soll ich mich ein bisschen hier ins Bild stellen? Ich leuchte doch auch, die leuchtende Assistentin. Schön, dass ihr da seid. Heute seid ihr Gast in dieser Show. Ja, normalerweise müssen ja die beiden immer miteinander reden, aber heute dürft ihr mit den beiden reden. Und wer steht hier neben mir? Wer sitzt hier neben mir? Sehr bekannt natürlich, der Max und der MS Pro. Herzlich willkommen zu WMR Nummer 99. Wow, mit Ankündigung, das könnte ich öfters haben. Ja, also anderes Konzept als normal. Ja, also wir haben ja Gäste hier vor uns. Ihr könnt auch gerne noch Leute einladen. Heute seid ihr, wie gesagt, Gesprächsthema und Gesprächsgegenstand sozusagen. Ich glaube, deswegen haben sich so wenig Leute hergetraut. Nee, ich glaube, die sind alle gegenüber von uns in dieser Klo-Party gefangen oder so. Jedenfalls klingt das auch alles sehr gut, aber ihr bleibt ja hoffentlich alle hier bei uns. Ihr dürft natürlich auch eventuell, wenn ihr Lust habt, mit auf die Bühne kommen und über Themen reden, über die ihr schon immer reden wolltet mit den beiden. Dazu haben wir eine völlig undigitale Variante gefunden. Und zwar, wenn ihr Lust habt, mit auf die Bühne zu kommen, ihr würdet dann hier sitzen und wir haben so ein bisschen einen Timer, 5 Minuten, 10 Minuten, wie ihr Lust habt, mit den beiden euer Lieblingsthema, keine Ahnung, wie mache ich am besten Grünkohl, warum, keine Ahnung, ist die Welt rund oder sowas, könnt ihr das hier auf diese Zettel schreiben, füllt es einfach auf, aus, da ist die Frage, wer bist du und was ist dein Thema, mal draufschreiben und gerne, wenn ihr ausgefüllt habt, hochhalten, dann sammle ich das ein. Und dann klären wir den erst hier vorne am Bühnenrand. Okay? Hat denn schon jemand Lust, sich gleich als erster Gast hier anzubieten? So hier die dritte hier. Reihe da. Da kann genau. Ach, es gibt schon verpflichtete Gäste. Ja. Dem Gregor kannst du auch ans Gregor kannst du auch nehmen. Gregor hat schon Übung mit uns. Gregor, der weiß doch kein Thema. Gregor, was ist dein Thema? Nee, ich gebe die Zettel mal hier durch die Reihen und dann schreibt er einfach auf. Habt ihr überhaupt Stifte dabei? Das ist wahrscheinlich... Verdammt, wir haben aber hier überhaupt gar keinen gefunden. Das ist echt ein Problem, auf dem Kongress Stifte zu finden. Ich habe einen mit dabei, vielleicht... Reifert. Ah, super. Ach, sehr schön, alles klar. Okay, dann gebe ich jetzt mal hier, Gregor, du kriegst gleich mal den ersten hier. Gebe ich hier mal so, hier Hefte raus, klassenarbeitenmäßig. Hier mal so ein paar Zettel, kannst du ruhig mehrere nehmen und weitergeben. Und die Hälfte gebe ich hier rüber. Bitte keine Romane schreiben, so ein oder zwei Sätze pro Frage. Reichen genau. Vollkommen. Und hier gebe ich mal den Stift mit. Und bitte überhaupt was schreiben. Genau, bitte überhaupt was schreiben. Was die Themenanwahl angeht, wir sind da wirklich völlig offen. Und natürlich geht es uns selber auch auf die Nerven, dass wir ständig die ganze Zeit nur über uns reden und dachten, wir geben euch mal die Chance, über uns zu reden. Und dann könntet ihr auch zum Beispiel über eure Podcast-Erfahrung mit uns reden. Aber wollen wir erst vielleicht auch Kritik, also das ist ja auch völlig appreciated. Oh Gott, das wird jetzt hier... Wollen wir vielleicht erstmal so ein bisschen einfach... wie findest du es so? Wir sind hier übrigens auf dem 32C3 für alle, die das im Podcast hören. Das stimmt, das haben wir noch gar nicht gehört. Der Kongress des Chaos Computer Clubs. Wie findest du es dieses Jahr? Ich finde es überraschend nett. Also ich habe bisher nur nette Leute getroffen, tolle Gespräche gehabt. Ich glaube schon mal die 5 Minuten runterlaufen. Was hältst du denn davon, okay? Das ist gut, ja. Wir können das schon mal testen, ja. Genau. Also 5 Minuten pro Gast haben wir sozusagen eingeplant. Und also ich fand das bisher sehr, sehr schön. Ich habe heute auch echt tolle Talks gesehen und bin bisher eigentlich recht zufrieden. Und aber mich interessiert ja viel mehr deine Erfahrung, weil du warst jetzt über ein Jahr, Max, nicht mehr in Deutschland. Ja. Yeah. Du bist jetzt sozusagen direkt vor Weihnachten hier in Deutschland angekommen. Und ja, wie ist jetzt dein Eindruck? Wie ist Deutschland? Grau. Nach einem Jahr Grau. Kalifornien. Ich habe meine erste Mate seit über einem Jahr neulich getrunken. Gestern, glaube ich. Ich habe es auch fotografisch festgehalten für okay. Die Nachwelt. Es gibt Dinge, die gibt es in Kalifornien einfach nicht. Euch zum Beispiel alle. Das ist halt tatsächlich das Einzige, was ich so wirklich vermisse, Freunde. Das ist ansonsten
ist jetzt Deutschland, ja, ist nett, aber Waschmaschinen vermisst man noch. Das ist das gute Waschmaschinen. Habt ihr keine Waschmaschinen? Die haben Waschmaschinen, aber die verdienen eigentlich den Namen nicht. Das ist, Diana erzählt immer, wenn sie jemand erzählt, das längste Waschprogramm dauert 30 Minuten. Okay. Also wenn ihr so eure Waschmaschine zu Hause, wenn da so 3 Stunden oder sowas, das ist bei unserer Waschmaschine 30 Minuten. Und jeder Waschgang kostet $2.25, die man dann in Quartern reinwerfen muss. Da muss man also jedes Mal 9 Quarter reinschmeißen. Ja, das kenne ich, ja. Und dann nochmal 9 Quarter für den Trockner. Oh ja, das ist so nervig. Und immer diese Quarter besorgen, das ist halt immer... Man ist immer auf der Suche nach Quartern. Ja, ich hole die immer rollenweise bei unserer Bank. Ja, das ich gehe dann, ja. Ich gehe dann so alle paar Wochen gehe ich zur Bank. Das ist auch das Einzige, wofür man überhaupt Bargeld benutzt, ne? Für die Uni. Ja? Für die Straßenbahn. Die kosten nämlich auch $2.25. Ah, okay. Früher hat die $2 gekostet, das ging noch relativ einfach, aber jetzt haben sie um 25 Cent erhöht, braucht man jetzt auch $2.25 für. Okay. Es gibt, also entweder du kannst alles mit Kreditkarte machen oder du brauchst Bargeld. Das ist so, das sind die, oder meistens Quarter, ja. Ja, EC-Karte haben wir ja nicht sowas, ne? Ja, nee, so einen Scheiß haben wir nicht. Genau. Ansonsten, ich finde die Autobahn ist total überschätzt. Nachdem ich jetzt doch einige Kilometer auf der Autobahn zurückgelegt habe. Also die kalifornische oder die deutsche Autobahn? Die deutsche. Okay. Ich finde, also ja, die Straßen sind ein bisschen besser, aber so dieses ich finde dieses Rechtsfahrgebot, das ist wirklich sowas, was ich, also dieses, dass man immer wieder nach rechts rüberziehen muss, damit hinter einem jemand reinrasen kann, das finde ich echt extrem nervig. Du bist die ganze Zeit nur am Spurwechsel. Das ist geil auf den Highways, ne, wie dann halt dieser ganze Verkehr wirklich in einer Geschwindigkeit, genau. so wie so eine Schlange so über Du fährst über die drauf, Straße, stellst dich in deine Spur, stellst den Cruise Control, die Tempomat ein und isst einen Burger. Ich fahre ja mit einem dieser mit einer der Facebook-Shuttles immer nach Hause und dann gucke ich hin und wieder mal so nach unten, was die Leute da so treiben. Also sieht man durchaus hin und wieder mal jemanden eine Bon durchreichen. Das Autofahren da ist deutlich entspannter als hier. Weißt du was, mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich so einen geilen Einstiegsgag machen. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, ich muss den jetzt nochmal nachholen, weil wir haben es schon gesagt, dass wir aus dem 32 C3 sind, aber ich wollte ja eigentlich sagen, willkommen zur WWDC. Brüllen im Publikum. Ja. Brüll. Nein, weil hier so viele Apple-Geräte unterwegs sind. Das ist, Das stimmt. Das ist echt ein Unterschied zu vergangenen Jahren. Das wird von Jahr zu Jahr mehr. Ist jetzt Peak Apple oder ist... Nein, das wird noch weitergehen. Da drüben sehe ich ein Lenovo ThinkPad, zwei Lenovo ThinkPads. Sie gucken genervt. Tut uns leid, wir wollten euch jetzt nicht bloßstellen. Die ThinkPads werden hochgehalten. Ja, das ist ja in deutschen Firmen öfters mal so, dass man privat auf Arbeit mit Windows arbeiten muss, aber privat einen Mac hat. Ganz kurz, wer übrigens seinen Zettel bereits ausgefüllt hat, kann ihn mal hochhalten, damit die leuchtende Assistentin Nele sie einsammeln kann. What? Ja, müssen wir wirklich zwangsverpflichten. Wir geben euch noch ein paar. Wir erklären hier nochmal, wie das ganze Prinzip geht. Seht ihr diesen Counter da auf dem Beamer? Ja, sehr gut. Wir sind jetzt bei 47 Sekunden 46. Genau, das wäre jetzt ein Gespräch gewesen, eine Häschen-Einheit. Ist auch nicht so lang, oder? Also kann man schon mal machen. Ich habe so... Traut euch. Also zum Beispiel Tillmann. Mit dir würde ich ja gerne über deine Umwanderung von Berlin reden. Das müssen wir auf jeden Fall machen. So, jetzt bei 30, seht ihr? Jetzt ist orange, dieses Blinken. Leuchtet es. Das ist für euch das Zeichen, wenn ihr mehr von einem Gast hören wollt, dann müsst ihr euch in irgendeiner Form bemerkbar machen. Ich glaube, das kriegt ihr schon hin. Dann haben wir hier diesen tollen Extend-Button, über den wir nochmal eine Minute drauflegen können. Ich glaube, den werden wir heute extra für heute programmiert. Das ist, das habe ich extra gebaut. Und das ist dein Applaus, Max. Okay, ist ein bisschen Applaus, ich bin okay, danke. Ich glaube, diesen Extend-Button brauchen wir öfter, so wie ich die Begeisterung dafür, Gast sein zu dürfen. Ja. Gut, also dann komm mal hoch, Tillmann. Ein Applaus für Tillmann Alba. Ohne Zettel. Dann mache ich mir hier mal Stopp, das gibt's nämlich auch. So, setz dir mal dein Headset auf. So, Tillmann, du kriegst es als... Ach nee, du trinkst ja gar keinen. Du bist gar ja gerade... Genau. Du kriegst jetzt eine Mate, einen Schuss Mate, ja? Herzlich willkommen, Tillmann. Herze. Dich wollten wir ja schon ewig als Gast mal hier haben. Sind wir bisher ja nie zugekommen. Gut, dass wir dich heute eingeladen haben. Tillmann ist ein alter Freund der Show, um es jetzt mal so zu sagen. Ja. Wir haben uns... Und auch ein alter Freund.
Ja, das auch. Das auch, ja. Und ja, wir haben nur 4,5 Minuten, wir haben nicht so viel Zeit so für so Rumgebrabbel, oder? Und dich wollte ich tatsächlich gerne als Gast hier haben, weil du hast Blogposts darüber geschrieben, regelmäßig. Schau mal ein bisschen nach hinten, dann kann ich auch was sehen. Sorry. Dass du im Laufe der Jahre Berlin einmal umwandert hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also das ist... Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ich habe, also das stimmt gar nicht wirklich, dass ich da regelmäßig drüber geblockt habe. Ich habe, glaube ich, das erste Mal geblockt und dann gar nicht mehr, weil ich gemerkt habe, beim Wandern klärt sich der Kopf so sehr, dass man dieses ganze Schreiben gar nicht mehr braucht. Es kam aber so, dass ich zum Geburtstag so ein Wanderführergeschenk gekriegt habe, die 66 Seen-Tour. Das ist einmal rund um Berlin, mehrere so Tagestouren, das kann man auch am Stück laufen. Das Spannende dabei ist, dass man einfach sich in die Regionalbahn setzt, eine Stunde oder sowas ausfährt und von einem Bahnhof dann 25, 30 Kilometer zu Fuß eine Etappe macht und dabei immer an Seen vorbeikommt. So, wie viele Etappen musstest du da so machen? Das weiß ich auswendig nicht, aber ich bin an 66 Seen vorbeigekommen. Okay, die hast du aber gezählt? Ja. Okay. Wie lange hat das so alles in allem gedauert? Also ich habe das nicht ständig gemacht, sondern immer, wenn man so ein Samstag oder so ein Sonntag das ergeben hat und dann auch eher, wenn das Wetter gut war, also von Frühling bis Spätsommer. Und ich habe aufgehört, also rum war ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe, ich glaube 2012 und 2014, also jetzt vor einem Jahr im Sommer, war ich einmal rum. Aber wie gesagt, es war nicht wirklich kontinuierlich jede Woche, klar, sondern immer mal locker. Ja, ich meine, wer will schon kontinuierlich rund um Berlin rumlaufen? Das ist ja... Ach, das ist ja ganz spannend eigentlich. Ne? Ja? Also es sind ja immer so weiße Karten. Man kennt so bestimmte Autobahnabfahrten oder Autobahnkreuze so von der Karte oder vielleicht auch so bestimmte... Gebäude, so hohe Gebäude, wo man an der Autobahn dran vorbeigefahren ist, und wenn man dann zu Fuß das erläuft, dann ist es einfach nochmal eine ganz andere Wahrnehmung. Ist ja in der Stadt genauso, wenn man immer nur U-Bahn fährt und nur die U-Bahn-Station kennt, oder ob man das einfach mal läuft. Bist du außerhalb der Stadtgrenze oder noch in Berlin sozusagen? Nee, das ist wirklich außerhalb der Stadtgrenze. Das fängt eigentlich pendelt das immer so in oder außerhalb des Autobahnrings, also des äußeren Autobahnrings. Okay. So. Also das hättest du problemlos auch schon vor Mauerfall machen können sozusagen, ohne... Nee. Also weil du Wessi bist nicht, aber... Also als Ossi, also du hättest es machen können. Ich hätte das... Du als Ossi hättest es machen können. Okay, ja, genau. Ich so. Also ohne, dass man jetzt Grenzformalität... Also, ja, okay. Ohne, dass man eine Grenze übertreten muss, hätte man das machen können. Ja. Und was ist so das Spannendste? Was würdest du so auf Anhieb so empfehlen, was man so unbedingt mal machen sollte? Ja, spannend ist ja eigentlich das, was es mit einem selber macht. Also ich bin jetzt kein großartiger Bergwanderer oder so gewesen. Ich habe einfach dieses Buch geschenkt gekriegt und dachte so, naja gut, fange ich halt mal an. Und interessant, wie wirklich so nach, vor allem auch wenn man alleine wandert, wie nach und nach, was passiert eigentlich im Kopf? Also ich sehe es eigentlich eher als eine Form von Meditation. Erstmal reinigt man so bestimmte tagesaktuellen Geschichten oder was man halt auf der Arbeit hat irgendwie. Das dauert dann bei mir meistens die ersten 2 Stunden. Dann gibt es eine ganz angenehme Phase, vielleicht so in der 3. Stunde, wo man gar nichts denkt, wo man so wirklich runterkommt. Und irgendwann wird es dann halt auch anstrengend. Mhm. So. Und auch was sieht man, was für Geschichten. Wie gesagt, am Anfang ganz oft, dass sich so Blogtexte irgendwie vorkonzeptionieren. Und da habe ich auch geguckt, ob ich die dann unterwegs mal aufschreibe oder ob ich Sachen fotografiere. Und das hat dann nach und nach wirklich aufgehört. Und Ihr müsst jetzt Zeichen geben, dass ihr mehr wollt davon. Ja, genau so. Yeah. Ich drücke mal noch zweimal, ja? Das ist jetzt erstmal so für den Anfang. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dieses Ganze, also ich habe auch mit Runkeeper getrackt oder überlegt, ja, wie dokumentiere ich das eigentlich alles? Und habe dann tatsächlich gemerkt, das ist totaler Quatsch, die ganze Zeit das auch senden zu wollen, was man da erlebt, sondern eigentlich die Einkehr ist das Wichtige dabei. Und so bin ich jetzt, also Wandern ist jetzt sozusagen ein neues Hobby, was ich immer wieder gerne mal einlege, um den Kopf klar zu kriegen. Wie oft hast du es verflucht, so dass du irgendwie mittendrin fängst an zu regnen oder sowas? Oh ja. Also die krasseste Sache war wirklich, das war eine sehr schöne Wanderung, das waren so, sollten 25 Kilometer sein,
das Ende war ein schöner Campingplatz. Das war dann an einem Sonntagnachmittag, 17 Uhr oder so, bin ich angekommen an diesem Campingplatz, sehr idyllisch am See gelegen. Die Berliner Familien mit den VW-Bussen haben so angefangen einzupacken und loszufahren wieder in die Stadt. Und ich wusste halt, 18.30 Uhr kommt da in der Nähe noch ein Bus, der dann zum nächsten Bahnhof fährt. So hatte ich das so mir gedacht. Als ich dann aber 18.30 Uhr an dieser Bushaltestelle stand, merkte ich, dass sonntags da gar keine Busse fahren in diesem Dorf. Und sowas passiert mir ständig. Und dann aber der nächste Regionalbahnhof war dann einfach noch 5 oder 7 Kilometer weit weg. Ich hatte jetzt dann aber schon 25 Kilometer gelaufen. Das heißt, es wäre jetzt also noch 1 Stunde, 1,5 Stunden irgendwie draufgekommen. Und das war wirklich anstrengend, weil ich dann nämlich auch einen Schuh hatte, also Schuhe geschenkt gekriegt hatte, ältere Schuhe, oh. wo sich dann die Sohle schon ablöste und das alles so ein bisschen nervig wurde. Was dann aber passierte... Okay, das funktioniert. Was dann halt passierte, dass ich einfach, einfach so eine Landstraße lang gegangen bin. Akku wurde natürlich immer leerer. Ich hatte keine andere Karte mit als Maps. Okay. Und wurde halt Sonnenuntergang. Der eine oder andere VW-Bus mit Berliner Kennzeichen rast halt an einem vorbei. Und ich dachte so, ja, was jetzt so? Weitergelaufen. Und auf einmal hält so ein Stoppelhopper, also so ein Kleinwagen, so ein Brandenburger, beziehungsweise fährt auch an mir vorbei, bremst dann, wendet in so einer Waldeinfahrt und kommt wieder zurück. Wow. Und ich dachte so, oh, oh. Sonntagabend in Brandenburg kennt man sich ja auch nicht so aus. So. War dann aber ein ganz netter junger Mann, der meinte so, du siehst so aus, als müsstest du nach Berlin, ich fahre gerade rein, willst du mitfahren? So, es war einfach so ein junger Azubi, der Sonntagabend ins Kaderholzig wollte und meinte so, nehme ich dich halt mit. Sehr gut. So, ja. Waren dann gleich so die ganzen Vorurteile abgebaut von der Brandenburger Jugend, die ich so habe. Genau, Brandenburger, ihr seid damit rehabilitiert. Dankeschön. Genau, wir können ja noch mal ein bisschen Tilman noch mal vorstellen. Also er twittert unter dem schönen Namen Tristesse Deluxe auf Twitter. Und finde ich auch für seine so lakonische Art recht bekannt, finde ich. Ich weiß gar nicht, bist du schon sehr lange dabei, ja, bei Twitter irgendwie, 2008 auch, glaube ich. Ja, oder 2007. Wann war das denn in Deutschland? 2007, ne? Kam 2007, ja, genau. Du hast mich geworben. Ich habe dich da reingeschnackt eigentlich. Genau, auch, ja. Tilman war das, der mich zu Twitter gebracht hat, 2007. Ja, das muss man jetzt auch mal beklatschen. Ja? Also, erstmal ein Twitter-Pate. Oh, okay. Ja. Genau, so lange kennen wir uns schon. Gut, so, wir üben noch an diesem Konzept so ein bisschen. Wir haben jetzt noch 1:23. Wir müssen das aber auch gar nicht... Nee, genau. Ich frage mal ganz kurz, Nele, hast du noch Gäste, Gästinnen? Nele? Nein, doch, ich bin jetzt an. Wir haben jetzt schon 3 in der Pipeline, wie man so schön sagt. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ja, na klar, auch mal Applaus für euch. Nein, aber ihr habt doch da noch so ein Gerät liegen. Habt ihr das schon benutzt? Genau, ja. Selfies. Das müsst ihr auch mal üben. Jeder Gast kriegt hier auch noch ein Selfie mit seinen Lieblingspodcastern dazu. Da wir hier auf dem Datenschutz. Das muss ich kurz korrigieren, ihr kriegt es mit uns dazu, nicht mit euren Lieblingspodcastern. Also da wir hier aber auf dem datenschutzfreundlichen, auf der datenschutzfreundlichen WWDC sind, machen wir das natürlich nur optional. Also ihr müsst kein Selfie mit uns machen. Ihr könnt auch auf die Bühne kommen, obwohl ihr seid ja sowieso in der Kamera dann. Ne? Wenn ihr kein Selfie wollt, machen Sie einfach ein Bild vom Publikum. Genau. Viel besser. Nicht ins Gesicht, genau. Oh, das ist so süß. Drück mal bitte. Das sind auch die Momente, die immer in so einem Podcast richtig gut kommen. Ja, genau. Man hört das, man hört wie... Chuck, Chuck. So, das war die Linse, die geschnackt hat. So, danke Tilman. Einen Applaus für Tilman. Applaus für Tilman. Ja, also es gibt jetzt hier tatsächlich das Dilemma schon, was heißt Dilemma, das Tolle, die Auswahl zu haben. Und ich entscheide mich jetzt mal für jemanden, der über ein sehr kryptisches Thema sprechen möchte. Also für mich ist es ein bisschen kryptisch. Und zwar Biometrie. Ui, okay. Biometrie. Also falls ihr da irgendwie drüber reden wollt, der Daniel will es auf jeden Fall. Komm auf die Bühne, Daniel. Dein Applaus.
Vielleicht nochmal das Konzept zu erklären. Ihr könnt hier Zettel ausfüllen. Wer bist du? Dein Namen und euer Thema, über das ihr mit den beiden hier reden möchtet. Und dann könnt ihr hier auf die Bühne kommen. Ihr werdet mit Alkohol versorgt. Stimmt, Alkohol. Genau. Mach mal Alkohol. Daniel, du kriegst jetzt erstmal... Oder mit Mate, mit Wasser. Also, da ich Daniel auch kenne, kann ich den auch gleich mal so aus dem Stegreif vorstellen. Daniel Messmer. Messner? Mit N, ja. Mit Messner, ne? Genau, zack. Und ich glaube, ich trinke einfach einen mit dir. Willst du auch einen? Oh Gott. Nee, danke. Okay. Danke. Oh Gott. Ich baue jetzt auch erstmal einen. So. Das wäre auch so unhöflich, wenn ich. Kannst du auch mal ganz kurz gucken, ob wir Post gekriegt haben? Haben wir nicht. Okay. Herzlich willkommen hier, während ihr so anstoßt, ohne Geräusche. Das hätte man echt Kling. Ja. Danke, dass du der erste echte Gast hier bist. Hallo. Willst du jetzt Tillmann abwerten, oder? Nein, also der erste freiwillige Gast, also Tillmann. Jetzt genau, den ersten freiwilligen Gast. Daniel Messner ist Podcaster, nämlich auch, der mehrere sehr schöne Podcasts macht. Und zwar machst du, dein neuester Podcast oder der aktuellste ist, glaube ich, der Geschichtspodcast, erzähl mal. Genau, der heißt Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Und mit einem anderen Historiker spreche ich so Viertelstunde, halbe Stunde über einen spannenden Geschichtsfakt. Genau. Also. Und da gab es auch eine Folge zur Biometrie. Die fand ich sehr gut. Ja, genau. Gab es eine Folge zur Biometrie, weil ich bin Historiker und habe eine Diss geschrieben zum Thema Erfindung der Biometrie, also zum Erfindung des Fingerabdruckverfahrens. Okay. Ja, das ist sehr gut. Also ich hatte da auch mal was zu gelesen. Das war dieser französische... Ich vergesse mal den Namen. Es war ein französischer Kriminologe, der im Endeffekt angefangen hat, Verdächtige nach Körpermerkmalen zu kartografieren und zu kartieren und dann eine Datei angelegt hat, die er dann durchsuchen konnte. Aber erzähl mal. Das war der Alphonse Bertillon. Der hat es in den 1880er Jahren in Frankreich entwickelt und hat da zum ersten Mal sowas wie einen Erkennungsdienst erstellt. Und das Faszinierende daran war, weshalb ich mir das auch genauer angeschaut habe, ist, dass er sozusagen eine Datenbank angelegt hat mit körperlichen Merkmalen. Und das stellt genau die Probleme oder hat die genau vor die Probleme gestellt, auf die man erwarten würde. Also wie klassifiziert man körperliche Merkmale, wie legt man die dann ab und wie findet man sie wieder? Und genau. Also er wusste ja nicht, dass der Fingerabdruck was taugen würde, oder? Das war noch vor dem Fingerabdruck. Das war noch vor dem Fingerabdruck. Also er hat Körpermaße gemacht, also er hat so insgesamt 12 Stück genommen, also er hat die Schädelbreite, die Fingerlänge, Sitzhöhe und hat die dann in Reihe geschaltet. Also er hat gesagt, es gibt immer klein, mittel und groß, hat die vorher bestimmt und hat dann gesagt, es gibt kleine Größe, mittlere Größe und große Größe und hat dann jeweils das nächste Merkmal dahinter geschaltet, wieder mit Dreieraufspaltung. Das heißt, er hatte nach 2 Merkmalen, hatte also 3x3 Schubläden und hatte dann jeweils, also insgesamt waren es dann eben 3 hoch 3, ist nicht 3x3, sondern 3 hoch 3, also 3 hoch 3 Fächer. Und das waren dann eben quasi so riesige Aktenschränke, in denen dann diese einzelnen Fächer mit diesen Karten lagen. Genau, es war, glaube ich, dann auch so, verbessere mich, dass man diese einzelnen Merkmale hintereinander weggeschrieben hat in einer Art String, sodass es so eine Art Hash ergeben hat. Genau. Du konntest dann sozusagen, indem du angefangen hast, den Menschen zu vermessen, konntest du dann sozusagen die Reihenfolge abmessen und dann konntest du dich immer weiter sozusagen in dem Datenwust, in deinem Aktenberg dann sozusagen so durchhangeln. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich bin ja Informatiker, insofern 3 hoch 3, es hat jetzt nur 2 Minuten gedauert, bis ich das ausgerechnet hatte, also 27 insgesamt Schubladen sozusagen, richtig? Oder nee, nicht 27. 3 hoch 3 ist nicht 3 mal 3 mal 3? Mal 3. Ja, 9 mal 3. 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist doch 27. Genau, oder? Richtig. Ja, genau. Also 27 nach 3 Merkmalen. Ne? Aber er hat 6 Merkmale, das wäre quasi 3 hoch 6. Ach so, wow, das sind viele Schubladen. Genau. Wie viel, kann das jemand ausrechnen, bitte? 3 hoch 6. Das sind schon mal sehr viele Schubladen. Ich nehme das jetzt einfach schon mal als Zeichen, dass wir schon mal hier ein bisschen, bisschen nachlegen sollen. Das war doch richtig, oder? Ja. Zeitlich, ja, auf jeden Fall. Erzähl weiter, wie ging das weiter mit der Biometrie? Ja, und dann hat man gemerkt, dass es eigentlich unpraktisch ist, die Leute zu vermessen, weil es hat lange gedauert. Man musste
Man hatte Messungenauigkeiten, also wenn jemand irgendwie so ein bisschen irgendwie bucklig dasteht, hat man gleich mal 2-3 Zentimeter weniger und das ist einfach was, was man in der Qualität her, wenn man das wirklich übers Land aufziehen will, nicht wirklich durchziehbar ist. Bei den Fingerabdrücken war dann der Vorteil, das ist relativ leicht, also man muss einfach nur, man muss nicht viel Schulung haben für die Beamten und kann es dann durchziehen. Aber man hat das Problem, dass das Ding halt, der Fingerabdruck sehr ein kleines Detail ist, das man erstmal auswerten muss und auch eben so eine Art Hash-Verfahren entwickeln muss, mit dem man dann auch so einen Aktenschrank befüllen kann. Und das hat man dann gemacht über Muster. Also man hat dann also so als Grundmuster angelegt und hat dann zwischen diesen Grundmustern Rillen gezählt und hat dann von diesen Rillenzellen, je nachdem wie viele das waren, dann darauf wieder ein Zahlensystem angelegt. Und das Coole an diesem Zahlensystem war, das hat auch einen Aktenschrank ergeben, der 1024 Fächer hatte. Ach, 1024, das ist ja geil. Das sind also eine auf die Basis 2, eine Potenz auf die Basis 2, sagt man. Ja, mal. Genau. Ja. Und es waren 32 mal 32 Fächer. Und sehr geil. Und wie hat das, also sind dann tatsächlich, es gab dann diese eine Zentrale, in der die dann alle abgelegt worden sind sozusagen, also wenn irgendwo ein Fingerabdruck genommen worden ist an einem Tatort, dann mussten die geschickt werden nach wohin? Nach Berlin oder okay. nach Wien. Also Wien habe ich mir also genau zwei. Okay. Allerdings nicht am Tatort. Tatort hat das Problem, dass du nur einen Fingerabdruck hast. Von diesen erkennungsdienstlichen Archiven, die basieren alle auf einem 10-Fingerabdruck-Verfahren. Das heißt, du hast 10 Fingerabdrücke von einer Person, die du in Reihe schaltest quasi, um auf dieses System zu kommen. Einzelfingerabdrücke waren nochmal massiv problematischer. Also die konnte man nicht in dieses Archiv mit integrieren. Ach so, und das war dann quasi nicht sozusagen, um einen Fingerabdruck, den man vor Ort findet, dann zuweisen zu können, sondern man hat eine Person und wollte sie quasi wieder identifizieren. Erkennungsdienstlich genau. Behandeln, heißt das, genau. Glaube ich. Genau. Ah, okay. Erkennungsdienstlich und behandeln. Wenn man dann einen Verdacht hatte und man hatte einen Bösewicht und dann wollte man gucken, ob der vielleicht der Mörder ist, den man irgendwie erwischt hat, dann hat man den so lange weggesperrt, hat die 10 Fingerabdrücke nach Wien oder Berlin geschickt und hat dann gewartet, bis dann irgendwann 3 Wochen später das Ergebnis da war, oder wie lange hat das gedauert? Also ja, es hat wahrscheinlich schon einige Wochen gedauert, bis da die Ergebnisse kamen. Aber Einzelfingerabdrücke waren bis zur Computerisierung in den 80er, 90er Jahren ein Riesenproblem. Wir haben Post bekommen. Haben wir? Nee, das ist nur doch, da. Oh Gott. Siehst du? Genau, wir müssen das nochmal dazu sagen für die Hörer. Wir haben hier nämlich noch einen Seidenstraßenzugang, der uns mit Dingen versorgt. Oh Gott, wir müssen jetzt nämlich noch mehr trinken. Sorry, tut mir leid. Daniel? Also, falls wir heute noch nicht genügend Kopfschmerzen haben, morgen haben wir sie garantiert. Und ich würde sagen, ich habe hier diesen Selfie-Stick und mit meinem iPhone drauf. Und wenn ich mein iPhone entsperre, mache ich eine erkennungsdienstliche... lasse ich mich selbst erkennungsdienstlich behandeln, ja. Wollt ihr noch mehr? Es geht sich genau aus, wenn wir jetzt noch... Komm, dann machen wir noch mehr. Wir können ja schon mal ein Foto zwischendurch machen. Weil ich finde, wir haben das... Was ist denn hier los? Er macht immer wieder auf... So, gut. Wir machen kurz mal auch so eine... So, mal mehr so eine Selfie-Situation. Ein bisschen näher zusammen, bitte, Jungs. Ja? Okay. Okay. Aha. Ah ja, genau. So sagen wir das wirklich trinken, das Zeug. Danke. Super. So typisches Kirmes-Selfie. Stimmt. Oh mein Gott. Ich glaube, das müssen wir jetzt zwischen diesen Schnaps, wir haben gerade Schnaps gekriegt über die Seidenstraße und jetzt müssen wir den, glaube ich, zwischen die Zähne tun und dann... Ich trinke den nicht aus. Wie, du trinkst den nicht aus? Du kannst doch Geschenke nicht ablehnen. Sankt Hubertus-Tropfen habe ich. Eigentlich ganz lecker. Boah. Ich habe auch einen Sankt Hubertus-Tropfen. Ja, süß halt, ne? Oh ja, das ist ein Likör. Schmeckt wie früher Hustensaft. Ja, stimmt, so ein bisschen hustensaftig. Mhm. Wow. Ich habe heute tatsächlich einen schönen Talk gesehen von Christoph Engemann. Der sagt ja bestimmt auch was, ja? Ich habe den wirklich alle mehr gemacht. Da ging es eigentlich um sozusagen graphentheoretische Behandlung von... Individuen und Gesellschaften sozusagen und wie das alles sozusagen die Geschichte, wie das urbar gemacht wurde, einerseits für kommerzielle Verwendung, andererseits aber auch für militärische Verwendung. Und da ging es natürlich dann auch um Drohnen und diese sogenannten Signature Strikes und wie erkennt man Menschen und da gibt es natürlich, da hat einer eine Frage gestellt und meinte,
Die biometrische Erkennung kann man tatsächlich von einer Drohne bzw. sogar von einem Satelliten aus machen. Alleine durch die Art des Gangs, da reichen 3 Pixel Auflösung von einer Person, die man sozusagen auf einem Videobild hat, um sozusagen ein Muster des Gangs wiederzuerkennen. Ja, also die Art, wie man geht. Ja? Das ist auch abgefahren, oder? Das ist echt abgefahren. Also man wird auf der Basis von 3 Blurry Pixels kann man sich leben oder tot. Ja, genau. Oh mein. Aber dieses Identifizieren ist echt ein Riesenthema. Ich meine, also das Gangmuster ist natürlich auch so im 19. Jahrhundert schon ein Ding. Also dass sie versuchen, da Leute zu, also gerade so an Fußspuren wiederzuerkennen. Aber ich war heute auch in einem Talk, wo es um Identifizierung ging, nämlich das Identifizieren von Programmierern anhand ihres Codes. Oh ja, das ist spannend. Das ist cool. Also wie bei der Textanalyse gibt es ja auch für Text, also für geschriebenen Text. Ja. Und das ist natürlich gerade ein Problem, wenn man an irgendeinem Projekt partizipiert, wo man vielleicht nicht unbedingt namentlich genannt werden will. Das wäre ein interessantes Thema für deinen zweiten Auftritt als Gast heute Abend. Wir müssen wieder durchwechseln. Obwohl, das war ein toller Gast. Danke, Daniel. Ein Applaus für Daniel. Vielen Dank. Genau, vielleicht nochmal für alle, die neu dazukommen. Ihr kriegt einen Zettel, wenn ihr möchtet. Ihr könnt euren Namen hier draufschreiben und was euer Thema ist, über das ihr mit den beiden hier sprechen wollt. Aber gab es jetzt auch schon einen Vorschlag. Ich möchte nicht persönlich auftreten, aber ich habe eine Frage. Okay. Wenn ihr sowas auch annimmt, dann können wir das auch machen. Dann machen wir das auch so, ja. Genau, jetzt haben wir aber jemand, der unbedingt zu euch auf die Bühne will und zu einem Thema mit euch sprechen will. Bitte zuerst den Namen an, dann kann er schon mal kann sich die Person schauen. Es ist ein sprachliches Thema. Es ist Johannes, der bitte auf die Bühne kommt und der mit euch über das Thema Esperanto sprechen möchte. Wow, Esperanto, danke. Hallo, was möchtest du? Möchtest du einen Wodka? Du kriegst ja dann Wodka so. Ja, okay. Also, wir wollen hier keine trockenen Alkoholiker zu irgendwas verführen, deswegen müssen wir das fragen. Ja, ich wir sollten die Leute fragen, bevor wir ihnen Alkohol reinziehen. Genau. Ja, okay. Ich soll auch noch erwähnen übrigens, dass alle, die auf die Bühne gehen, aus datenschutzrechtlichen Gründen in einen Livestream sich begeben. Ja? Genau, ja. Hallo Livestream, hallo Internet. Okay. Ja. Genau, wenn sie jetzt trinken, haben sie damit eingewilligt. Hier kommt schon wieder. Die Seidenstraße meldet sich auch schon. Was heißt denn Hallo auf Esperanto? Saluton. Saluton. Yes. Ich habe auch mal das Gefühl, ich habe mich nicht so wirklich tief damit beschäftigt, aber es ist irgendwie Spanisch. Also es kommt mir jetzt so Spanisch vor. Naja, die Spanier sagen immer, kommt mir irgendwie Polnisch vor. Und die Polen sagen, ja, es kommt mir irgendwie Spanisch vor. Okay. Also das mit dem Spanisch, das kommt halt daher, dass 2/3 der Wortstämme sind romanisch. Okay, ja. Klar. Ja, weil halt aus dem Lateinischen eben inspiriert. Ja. Ja. Von der Aussprache ist es durch viele solche Zischlaute wird es eher so ins Osteuropäische so geschoben. Man sagt auch immer, dass so die Tschechen und Kroaten, die haben so von Natur aus so die beste, verständlichste Aussprache. Genau, das ist jetzt die Frage. Also so Aussprache, ist die bei Esperanto festgelegt oder ist die... Oder ist das erstmal nur eine Schriftsprache und die Interpretation, also die sprachliche Modulation ist dann auch irgendwie so ein bisschen Interpretationssache, oder? Nee, es ist festgelegt. Also es ist so, dass Samenhof, der Initiator von Esperanto, der hat im Prinzip eine in Italien lebende Tschechin, also eine real existierende Person, die damals gelebt hat, als so die Referenzsprecherin genannt. Okay. Ja. Sein eigenes Esperanto, da gibt es Tonaufnahmen von... Also von kann man kaum verstehen, weil das eben 100 Jahre alt ist. Okay. Das gilt als... Das vielleicht mal ganz kurz die Geschichte von Esperanto. Naja, also sagen wir so, Samenhof kommt aus oder ist geboren in Białystok. Das ist heute im östlichen Polen. Das war damals Russland. Und der war so ein Language Geek. Der hat also alle möglichen Sprachen gesprochen. Das merkt man auch, welche Sprachen der so gekannt hat, wenn man sich so Esperanto so anschaut. Der war dann von bürgerlichem Beruf war er Augenarzt und der hat halt irgendwie gesagt, wir brauchen eine neutrale Sprache, weil es war so, dass Białystok ist so eine Multikulti-Hochburg in damals gewesen, heute auch immer noch so ein bisschen, da gibt es viele Juden, Muslime, Litauer, Deutsche, Polen, Russen und die Russen hatten eben so die Amtssprache da so drüber gelegt und deswegen hatten also alle... Also Russisch als Amtssprache. Russisch als Amtssprache und deswegen hatten also im Prinzip die Russen, die russischstämmigen dort einen Vorteil, weil die sich eben mit ihrer Muttersprache, mit den Behörden unterhalten konnten. Und Samenhof hat gesagt, nee, das geht so nicht. Wir brauchen eine neutrale Sprache, die eben
von niemandem die Muttersprache ist, beziehungsweise das, die also jeder als zweite Sprache lernen muss. Und dann hat er gesagt, okay, ich kreiere hier mal einfach eine Sprache. Das hat er wohl auch immer so als Spielprojekt irgendwie Sprachen kreiert. Das gibt ja heute noch Leute, die treiben das Hobby Conlanging. Das ist so eine, einfach, wir entwickeln mal eine Sprache. Und das hat dann irgendwie auch so um sich gegriffen. Er hat das dann veröffentlicht und das hat dann hat er dann Anhänger gefunden oder Sprecher und dann hat sich so eine Sprachgemeinschaft gebildet. Interessant. Und hat sich das dann richtig ausgebreitet im Sinne von, das hat dann die gesamte Gemeinde gesprochen oder ist das eher so, so in bestimmten Kreisen geblieben? Also Sprache ist ja auch oft eine Frage von Schichtzugehörigkeit oder... Naja, es hat sich damals eben, das war also 1887 kam das erste Buch raus, es hat sich damals so in den intellektuellen Kreisen Europas so ausgebreitet. Ich habe da so ein Reprint von der ersten Esperanto-Zeitschrift, das liest sich wie so ein Blog. Ne? Da ist immer ein Artikel drin und dann in den Ausgaben danach eben Leserbriefe. Das so, liest sich wie so ein Blog mit Kommentaren drin. Okay. Das ist ganz, ganz lustig. Und es waren halt damals so die, war ja damals überhaupt so die Zeit so der sozialen Experimente, da, dass man irgendwie, es gab, war auch damals so die Euphorie Ende des 19. Jahrhunderts, die ganzen Physik ist ja praktisch ausgeforscht, wir müssen jetzt, wir gehen auf ein goldenes Jahrhundert zu. Und dann soziale Physik jetzt, oder? Genau, und dann, und es gab dann also auch, es gab die Kommunisten, die so in einer Euphorie gesagt haben, stimmt, uns, ja, wir sind die Zukunft und ja, weiter. Und oh Gott, ist das zusammengestürzt lassen? Nee, ich hab's gekriegt. Wow. Ja. What? Wo ist tatsächlich abgestürzt? Ja. Sorry. Gut und, für dich. Ja, und also in diesem Dunstkreis ist dann eben das Esperanto so in den intellektuellen Kreisen der, der europäischen Welt eben so gewachsen. Und es gab dann viele lokale Clubs, die das so betrieben haben und dann gab es irgendwann internationale Kongresse und so entwickelt sich das eben bis heute weiter. Okay. Ja? Und wie ist da die Entwicklung jetzt? Wächst die Sprache immer noch, also so an Sprechern? Oder ist das so, stagniert das? Oder überhaupt, was ist der State? Wie viele Leute gibt es an registrierten Esperanto-Sprechern? Naja, also, sagen wir so, Esperanto-Sprecher sind so ein bisschen wie Hacker, die haben so eine... Das sind so etwas individualistisch und die verwehren sich so ein bisschen gegen irgendwie jede Form von Registrierung, manche auch nicht, also die sind sehr, sehr vielfältig und deswegen lässt sich das unheimlich schlecht messen. Also es gibt so der belastbarste Datenpunkt, den es wahrscheinlich gibt, ist, dass bei Facebook geben 350.000 User an, Esperanto zu sprechen. 350.000? Also so okay. das stand letzten Jahres. Also so meine, wie ist das verteilt? Ist das über die gesamte Welt gleich verteilt oder gibt es da Konzentrationspunkte irgendwie? Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil die Leute es in der Welt unterschiedlich verwenden. Also die Europäer, die haben halt den Vorteil, dass man eben auf relativ kleinem Raum viele Sprachen hat und da auch gut reisen kann, gute Reiseinfrastruktur. Und deshalb eignet sich das hier sehr gut, um eben international irgendwie Freundschaften zu pflegen. Ja? Dann in USA ist es so, die sind zwar mit internetmäßig sehr gut vernetzt, aber die haben es eben immer gleich weit, um irgendwie ins Ausland zu fahren. Das machen die ja nicht so. Und deswegen verwenden die das eben sehr viel so mit Skype irgendwie, um da eben Kontakte zu haben. Dann Leute in Asien, da hängt es dann sehr vom Land ab, wie gut die eben reisen können. Und dann Leute in Afrika. Da ist es dann ganz schwierig, weil die haben dann noch ganz massiv das Visa-Problem. Also das ist, die bekommt man im Prinzip gar nicht irgendwie. Aber Afrika mal hat ja zu auch sehen. Ganz viele Sprachen, oder? Afrika hat auch ganz viele Sprachen, nur also da ist es schon schwierig, innerhalb von Afrika zu reisen, weil halt einfach, es ist halt einfach alles so Entwicklungsländer, die halt einfach, da sind halt nicht so, ist halt nicht so die Kaufkraft da. Und nach Europa oder so können die eben kaum reisen, weil die kriegen einfach kein Visum. Das ist ein richtiges Problem. Also deswegen ist es sehr schwer, mit den Afrikanern eben, mit den afrikanischen Esperanto-Sprechern in Kontakt zu bleiben. Es gibt dann immer wieder Projekte, die dann irgendwie vor Ort irgendwie was machen, dass irgendwie Esperanto-Lehrer irgendwo hinfahren in Afrika und dort eben unterrichten. Aber das ist halt sehr schwer, das so ans Laufen zu bringen, dass da die Community auch so ein bisschen eben mitziehen kann. Ne? Jetzt die Ketzerfrage. Ist nicht Englisch das bessere Esperanto?
Naja, sag mal so, ich hab in Nordschweden studiert und da war Englisch im Prinzip die Sprache, die allgemein fast gesprochen wurde. Ja. Ist ja auch hier am Kongress so, dass Englisch ist so die Sprache, die allgemein gesprochen wird. Und jetzt ist es so, Englisch, da kommt man so mit diesem internationalen Englisch, was man so eben so betreibt, das reicht so für so eine Grundkommunikation. Aber es ist so, es hat eben keine so lebendige Kultur. Es ist also irgendwie so, zum Kommunizieren reicht's. Aber es ist so, wie ich sage immer gern, Essen ist ja auch mehr als nur satt werden. Das hat ja auch irgendwie was mit Kultur zu tun. Und genauso ist es mit Esperanto eben auch. Also diese, wenn man auf so einem internationalen Esperanto-Treffen ist, da geht es eben nicht nur darum, dass man ein Kommunikationsmittel hat, sondern mittlerweile hat Esperanto eben auch seine eigene Kultur. Okay. Es gibt Rockmusik auf Esperanto, es gibt Theatergruppen, die auf Esperanto spielen, es gibt Podcasts auf Esperanto. Echt? Okay. Ja. Also Eva und ich, wir machen ein oder das. Eva, Wollt ihr den mal plagen vielleicht? Genau, plag den mal bitte. Ja, da hinten steht es manchmal an. Also wir haben morgen um 10 den Podcaster-Tisch hier reserviert, okay, weil wir wir haben alle Esperanto-Sprecher, die auf dem Kongress sind, eingeladen, mit uns über den Kongress zu sprechen. Also ich weiß von 10 Esperanto-Sprechern, die hier sind. Einer davon ist Maha, der ist ja hier allgemein bekannt. Stimmt, ja, das ist auch Linguist und so, ja. Ja, der ist ja auch unser häufigster Podcast-Gast. Okay. Also immer wenn, also jetzt hier im Kongress haben wir es jetzt nicht geschafft. Letztes Mal beim Podlove-Workshop, da haben wir mit ihm eine Episode aufgenommen. Und also es sind jetzt insgesamt 10 Esperanto-Sprecher hier, von denen ich es weiß. Kann auch sein, dass es noch andere gibt, die jetzt, also morgen um 10 ist dort, wenn ihr mit uns über den Kongress reden wollt, ihr seid eingeladen. Und ja, das ist alles so die Situation. Das ist super. Also, wie heißt der Podcast nochmal? Kernpunkto. Das ist, Kernpunkto. Ja, genau. Kernpunkto. Das heißt so viel wie Kernpunkt. Okay. Ja. Und die Adresse ist, da steht es, Eva hat es hier auf ihrem Rücken drauf. Kernpunkto.info. Genau, ja. Also, auf Esperanto sagt man Kernpunkto.info. Also Kernpunkto. Punkto Info. Also auf Esperanto ist das Punkto, Punkto, Punkto ist das www. Ja, also. ja, das ist auch interessant. Da gab es auch Debatten drüber, wie man www auf Esperanto sagt. Okay. Ja, cool. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch ein Selfie. Ja, gerne. Da haben wir noch Zeit. Hier noch einer für dich, falls du möchtest. Also, möchte noch jemand was? Yeah. So. Also hier sieht man, das ist hier die Initialen unseres Podcasts. Oh, ah, ja, genau. Sehr gut. So, ups, schön. Okay, hat mich gefreut. Danke dir. Ja, total toll. Vielen herzlichen Dank. Wir müssen die Kapseln zurückschicken. Wohin? Wer schickt euch denn das alles? Habt ihr das rausgefunden? Seht ihr, von wo das herkommt? Nee. Ja? Ich habe... Geht das jetzt oder ist das? Das einfach ist warten. Keine amerikanische einfach Waschmaschine, Max. Das dauert 2 Stunden. Wir müssen dir ein bisschen Mühe geben. Muss man da ein bisschen Quarter reinschmeißen oder was? Nele, wen hast du als nächstes? Noch so interessante Gäste? Ich glaube, da hat euch jemand gern, ne? Vorsicht. Wow, da kommt. Oh. Ja, das kann deine Hand fressen, habe ich gehört. Oh, hier gibt es ja immer mehr. Tja, da kommt ich würde sagen, den verteilen wir jetzt hier einfach. Also ich würde auch einen nehmen. Okay, ja, hier, pass auf, dann was hättest du denn gern? Business noch. Genau, lass uns mal hier gucken. Wir haben hier Pep Lakritzlikör. Ah, nee, den will ich haben. Hier gibt es noch einen kleiner Klopfer Creme, kleiner Klopfer Fläumchen und Feige. Ja, was denkst du, was zu mir passt? Feige. Oh. Deine Psychotest von der Seite. Welcher Spirituose passt da besser? Nee, aber wir warten mal, weil ihr habt ja jetzt den nächsten Gast, der soll sich ja erstmal einen aussuchen. Okay. Und ich glaube, er freut sich schon ganz doll auf kleiner Cremig. Und zwar geht es jetzt um die dritte Welthaftigkeit von Amerika mit Gregor. Yeah, ein Erfolg von, ein Applaus mit, für Gregor. Gregor, welches Ding willst du denn jetzt hier haben? Eigentlich was Amerikanisches. Ich will ja über Amerika mit Max sprechen. Oh, dann musst du Moskowskaja, der amerikanischste aller Wodka. Ja, genau. Das heißt, der amerikanischste aller Wodka, falls ich das mal hier korrigieren darf. Moskowskaja, ja. Im genau. Russischen wird kein O ausgesprochen, außer es ist betont. Und darum hat man pro Wort immer nur maximal ein O. Also das heißt auch nicht Moloko, sondern Malakor.
falls ich das hier mal ein bisschen korrigieren darf. Okay. Bisschen. Gut. Ach stimmt, du bist ja auch Russe und nicht nur Amerikaner. Ich bin ja nicht nur Amerikaner, ich bin ja auch noch Russe. Pass auf, ich habe ein Zitat. Damit kann man Amerikaner übrigens echt ein bisschen schocken, dass man sagt, dass man mal in Russland gelebt hat. Ich habe hier ein Zitat, das habe ich in der Beruf und Chance bei der Frankfurter Allgemeinen gesehen. Dann ging es um, Andreas Böß hat was erzählt über im Silicon Valley ist niemand ausgeschlafen. Und da geht es um die Arbeitskultur. Und als ich das gelesen habe, musste ich natürlich sofort an dich denken. Den habe ich ungefähr zur Viertel gelesen, danach bin ich eingeschlafen. Genau, und es ist im hinteren Teil, da warst du nämlich schon eingeschlafen. Und deswegen dieses böse Wort von der dritten Welthaftigkeit, was natürlich überhaupt nicht stimmen darf, aber da kam dann so etwas. Und das will ich kurz vorlesen und dann musst du dazu mal was sagen. Oh mein Gott. Und zwar die Frage war, welche Wirkung hat die milliardenschwere Digitalwirtschaft im Valley of the Old Economy? Ist auch dort alles schöner, größer, schneller? Nein, im Gegenteil. Sobald sie diesen engen Kern, also das Valley, verlassen, befinden sie sich in einem Land, das nicht den Entwicklungsstandard einer hochindustrialisierten Gesellschaft hat. Umständlich, unprofessionell und fehleranfällig. Schauen Sie sich nur mal in den Hotels an, wie die Duschen montiert sind. Das würde Ihnen in Deutschland kein Handwerksmeister durchgehen lassen. Und die Waschmaschinen. Und denk an die Waschmaschine. Erstmal zum Wohl. Also, Prost. Ja. Max, du lebst ja für Michi, den sehe ich dauernd, den spreche ich auch dauernd. Aber Max, dich sehe ich viel zu selten, seitdem du ausgewandert bist. Ich auch. Und Max, ich bewundere dich, du lebst den kalifornischen Traum. Ja. Auf Max. Auf Max. Cheers. Auf Max und den kalifornischen Traum. Oh, jetzt ist mir die Flasche hier explodiert. Zum zweiten Mal übrigens, also das wird zum Thema schlauer werden. Also es geht jetzt quasi die Frage darüber, wie sieht es darüber hinaus aus, über diese Tech-Szene sozusagen. Bist du überhaupt mal da aus dieser Tech-Bubble rausgekommen und hast mal das so echte Land erfahren? Naja, was heißt das echte Land? Also ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, ich habe seit Juni, haben meine Frau und ich ein Kind es gibt sehr großzügige Elternzeitregelungen bei Facebook, was auch der Grund ist, warum ich jetzt hier bin. Und darum sind wir ein paar Wochen im Wohnmobil durch Kalifornien gereist. Und was definitiv eines der schönsten Länder ist, das ich jemals gesehen habe, also es gibt wirklich diese Ecken, dass man wir sind den Highway 1 zunächst hochgefahren, also an der Küste lang. Und wir hatten einen Campingplatz, wo wir so auf einem Hochplateau standen und wir konnten runter auf den Ozean gucken und so. Also es ist nur schwer vergleichbar mit der mecklenburgischen Tiefebene oder so. Also es gibt in Deutschland sehr schöne Ecken. Mecklenburg-kalifornische Seenplatte. Aber das ist wirklich schwer, da ranzukommen. So Infrastruktur ist tatsächlich, also diese Handwerkerebene, die stimmt tatsächlich sehr, sehr gut. Also in der Wohnung, in der wir wohnen, als wir eingezogen sind, hat uns die Vermieterin gesagt, ja, hier tropft es so ein bisschen, also nicht in unserer Wohnung, sondern im Hausflur, tropft es manchmal so ein bisschen durch die Decke, aber da sind wir dran, das werden wir bald gelöst haben. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Ja, aber du hast doch herausgefunden, dass dein Haus ist doch eine Art Waggon. Die Eisenbahngesellschaft vergessen. Okay, da hat jemand rausgefunden, das ist total geil, aber eigentlich sollte doch, muss ich mich jetzt selber hier, also sagt einfach Bescheid, wenn ihr mich nicht mehr hören wollt. Ich will das hören. Das ist ein Trick, ich versuche euch zu hacken. Ich mache euer komisches, diskriminierendes System. Diskriminierend? Ja, das ist total. Das ist doch wie die Gong-Show, man wird doch dann hier rausgejected. Aber jetzt erzähl doch mal über den Waggon. Das ist ein bedingungsloses 5 Minuten Aufmerksamkeitsgrundeinkommen. Genau. Das sind die 5 Minuten, von denen Andy Warhol geredet hat. 15 Minuten hat Andy Warhol. Wir haben nicht mehr so viel Zeit heutzutage. Das ist jetzt echt vorbei. In Los Angeles, was eine Stadt ist, die sehr rechtwinklig angelegt ist, wenn man sich das von oben auf Google Maps anguckt, dann kann man sehen, dass es da so Linien gibt, wo so Häuser so merkwürdig schräg reingebaut sind. Und das sind die Strecken von alten Bahnlinien. Und die dann irgendwann abgerissen worden sind. Sind das Stadtbahnen oder sind das Trams? Das war die Straßenbahn quasi. Okay, Straßenbahn. Das war die berühmte pazifische Straßenbahn.
L.A. war nämlich im Gegensatz zu dem Moloch in New York, was halt vertikal gebaut war und damit menschenunfreundlich sozusagen war, vermutetermaßen war Los Angeles, war, wir haben hier Land, wir dehnen uns aus und wir verbinden das alles mit der Straßenbahn. Und das hat hervorragend funktioniert, bis dann irgendwann mal eine Geschichte, mit der ich mich echt mal ein bisschen ausführlicher auseinandersetzen wollte, wenn ich mal Zeit habe, die amerikanische Autoindustrie sich verschworen hat, die Straßenbahn überall aufzukaufen und sie dann einzustellen, was dann auch passiert ist. Und in dem Rahmen ist das dann passiert, dass die Straßenbahnen dann eingestellt worden sind und dann halt im Laufe der Zeit zugebaut worden sind. Mhm. Und da sind dann Häuser entstanden. Und die sieht man bis heute auf Google Maps. Das sieht, also der Autor des Artikels hat das so als Vernarben bezeichnet. Und das trifft es tatsächlich erstaunlich gut. Und dann habe ich bei Hacker News in den Kommentaren gelesen, dass das, hey, das ist in San Francisco übrigens das Gleiche, gerade in der Mission. Und wir wohnen in Noe Valley, das ist direkt neben der Mission. Also habe ich Google Maps direkt aufgemacht und geguckt. Und es hat wirklich 15 Sekunden gedauert, bis ich eine deutliche Stelle hatte, wo man es bis heute sieht. Und das ist natürlich immer noch was ganz anderes. Also es gibt so einen kleinen Park, durch den ich gerne gehe, weil der verbindet so ein bisschen merkwürdig schräg zwei Straßen. Uri's Commons heißt er. Danke. Das ist toll, wenn man so hier ein bisschen das auch selber erweitert kriegt. Ist doch super. Was hast du denn gegen das System? Was hast du gegen das System? Bleib doch einfach noch ein bisschen, Max. Und ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und verfolge das dann und sehe plötzlich, dass es wirklich direkt in unserem Haus, durch unser Haus quasi durchgeht. Unser Haus muss dann irgendwann in den 50ern oder sowas, also es ist ein altes Haus, entstanden sein, aber nicht ganz so ein altes. Also San Francisco hat man ja gern so diese kurz nach dem Erdbeben entstandenen Häuser. Und das ist halt ein bisschen neuer. Ja, und das ging dann so, und da steht da jetzt seit den 50er Jahren, steht dieses Haus, in dem wir wohnen, was auch früher auf der Eisenbahnlinie lag. Und aber so mit Handwerk und sowas ist tatsächlich, also das ist hier schon alles durchaus ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Das ist, muss man einfach so sagen. Aber es ist trotzdem drumherum, muss ich sagen, sehr, sehr schön. Und wir sind in kleineren Ortschaften gewesen. Und was halt überall auffällig ist, dass die Leute unfassbar freundlich sind. Das ist etwas, was ich, also wenn man so nach Brandenburg fährt, dann ist man ja teilweise dankbar, wenn man nicht... Nein, der Tillmann hat da was stimmt, ganz anderes stimmt, erzählt. Stimmt, stimmt, stimmt. Er hat sie ja rehabilitiert, aber vorher, bevor ich die Geschichte von Tillmann, hätte ich ja gesagt, dass man in Brandenburg ja teilweise also durchaus ein bisschen flätig behandelt wird mitunter. Nur weil ich es zusagen muss, als Berliner, ich finde, unsere Banlieue heißt Brandenburg. Ja, genau. Und das ist da halt überhaupt nicht so. Da fahren die Leute halt in ihren überdimensionalen Trucks durch die Städte und trinken in, und es gibt wirklich in kleinen Käffern so diese Kaffeeläden, die so diesen geilen Kaffee machen. Ja. Und dann gehen die da alle hin und fahren so durch Drive-Thru-Kaffeeläden mit ihren Trucks, die ungefähr 40 Liter pro Minute verbrauchen und holen sich ihren Espresso und ihren, es ist auf so eine Art, außer dass es die Umwelt zerstört, sehr, sehr großartig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte nur mal, wir haben so ein bestimmtes Narrativ und das kann so ein bisschen... Das soll ich jetzt mal ein bisschen... Ja, außerhalb ist es wirklich ganz furchtbar. Nein, das ist nicht das Narrativ, sondern das Narrativ ist so ein bisschen, dass eben dieser Teil für das Ganze, also Amerika, wenn Klaus Kleber dann so zeigt, wie weit Amerika voran ist, dann gibt es so ein paar bisschen Footage aus irgendeinem Start-up und Amerika ist wieder im 23. Jahrhundert und wir hecheln hinterher. Und mir ist bei einem Besuch in Kalifornien das dann aufgefallen, dass man eigentlich Kalifornien und vielleicht auch die Vereinigten Staaten, aber ich kenne eigentlich nur Kalifornien, das muss man so sehen wie Italien. Und in Italien wundert man sich auch nicht, dass bestimmte Sachen einfach nicht so gut funktionieren, aber andere Sachen ganz toll funktionieren. Die Mode, die Autos, das Design, die Architektur. Also man weiß einfach, was man in Italien erwartet, aber man denkt nicht, dass es die Heilskraft für alles in der Welt ist, sondern dass da bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und dieses Bild, das haben wir halt von Amerika als einer normalen Nation nicht, weil in Deutschland das immer noch so der große Bruder war. Ne? Also dieses... Und deswegen können wir nur Amerika ganz schlecht machen, das heißt irgendwie Aufstände in den Ghettos und soziale Dystopie, oder aber diese Google, Facebook, Zukunfts-, Elon Musk-Welt. Ne? Und dieses normale Leben, das eigentlich irgendwo, manches funktioniert besser, manches schlechter, wie die Waschmaschinenprogramme zum Beispiel, diese Story, die wird leider nie
für uns übertragen. Also weil so die auch langweilig Klasse. Ist. Also, ja, aber ich find, mir wäre sie so wichtig gewesen und deswegen wollte ich mit dir noch drüber sprechen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sitze jeden Tag in einem Tech-Company-Bus mit freiem WLAN und lass mich durch die Gegend kutschieren. Also es ist, ich bin... Du bist so ein 23rd-Century-Guy. Ich bin einer von denen. Ja. Und also, das ist schon... Also das ist tatsächlich von der Arbeitsweise her, was ich großartig finde, da ist dieses... Die Bereitschaft zu experimentieren und die Bereitschaft zu versagen und Fehler zu bauen und das von vornherein einzuplanen, was mir aus Deutschland tatsächlich so nicht bekannt ist. Und ich rätsle seitdem ich da bin rum, wieso das eigentlich hier nicht überhaupt nicht ist. So dieses, dass eben ein Projekt, wenn es gibt, also ich aus Deutschland kenne ich das so, ein Projekt wird geplant und dann wird es umgesetzt und eigentlich wollen schon alle vorher so schnell wie es geht nur weg davon und dann schnell was Neues machen, weil eigentlich alle schon wissen, dass es gegen die Wand fährt. Und da habe ich es wirklich so erlebt, dass eigentlich die Arbeit erst anfängt, wenn es läuft. Oder wenn es gegen die Wand gefahren ist. Wenn es erstmal noch nicht so gut funktioniert. Ja. Und dann wird es halt angefangen zu optimieren. Und diese Bereitschaft zu sagen, wir werden es nicht auf Anhieb richtig machen, sondern wir werden lange iterieren müssen und brauchen und Fehler machen. Und es werden viele Dinge schiefgehen, aber irgendwann werden wir hoffentlich besser sein. Na, eine gebe ich mir jetzt noch, bin ich nochmal ganz großzügig. Das fehlt hier doch sehr, finde ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja 2010 für 3 Monate in New York. Ich war auch vorher ein paar in New York und so. Und ich habe auch ähnliche Beobachtungen gemacht. Also was die Infrastruktur angeht, also alleine irgendwie wie die Strommasten dort aufgebaut sind und dann irgendwie an den Häusern entlang überall diese Strippen gezogen werden, so als so kreuz und quer. Und hast du nicht gesehen. So muss man das machen. Und vor allem... ist mir aufgefallen, dass es auch so einen ganz anderen Engineering-Approach gibt, also immer dann, wenn es sozusagen um real physische Güter geht, wenn irgendwas... also ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe das doch, wir haben das damals auch im Podcast gemacht, 2010 haben wir auch tatsächlich auch schon sozusagen Amerika-Europa-Podcast gemacht. Da habe ich damals in New York gesessen und Max in Berlin. Jedenfalls war, was mir aufgefallen ist, da ging das gerade los so in New York mit der Fahrradkultur. Das hat noch niemand geklatscht. Es hat noch niemand geklatscht hier. Ist egal, ich gebe mir jetzt auch noch eine Minute. da ging das los mit der Fahrradkultur in New York. Und die Leute hatten abgefahrenerweise so Schlösser, das waren so Ketten. Ne? Das waren so Kettenschlösser, wo die einzelnen Glieder aber solche massivsten Eisendinger waren. Das waren so Hip-Hop, das haben sie von den Hip-Hop-Stars geklaut. So ein Schloss, das hat wirklich einfach irgendwie... 5 Kilo gewogen oder sowas, ja. Und das war total abgefahren, weil ich glaube, du hast halt als so New Yorker Hipster hast du unglaublich viel Geld ausgegeben, um dir ein Fixie zu kaufen, das halt irgendwie 5 Kilo gewogen hat. Und dann hast du dir nochmal das 5 Kilo Schloss dazu gekauft, ja, sozusagen. Und ich habe mir gedacht, dieser Engineering Approach, der hinter diesem Schloss steckt, der ist auch so ein bisschen typisch für dieses amerikanische Engineering. Viel hilft viel, ja. Also wir haben ein Problem. Dieses Problem geht nicht weg, indem wir es einfach so lösen. Also machen wir das Gleiche doppelt so dick, ja. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann machen wir es nochmal doppelt so dick. Und dann ist irgendwann so, jetzt nochmal. What? Na gut. Wir machen nochmal ein Selfie. Vielen Dank, Michi, dass du mal hier warst. Ich wollte dich schon immer mal in der Sendung haben. Genau. So. Wir langsam auch professioneller hier mit den Selfies, oder? Das ist so. Ja, wenn du den Auslösen-Button noch drücken würdest, so. Dann wäre das alles ganz cool. Das reagiert immer nur jedes zweite Mal. Nele, ich. Nein, alles super. Wer hältst du denn jetzt? Vielen Dank, Gregor. Gregor, genau. Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt oder Gegenrede, Gregor wird euch den ganzen Abend an der Bar im Keller zur Verfügung stehen. So, wen haben wir jetzt? Tolle Gäste jetzt, bisher. Kommt ja, bestimmt ja, noch, ja. noch tollere. Also, wir können es auch wirklich so machen, wenn ihr keinen Bock habt, im Stream aufzutauchen, dass ihr auch einfach eine Frage stellen könnt. Ja? Lasst mich nicht immer so traurig herumlaufen. Okay. Ich habe jetzt schon angefangen, BND-Bräu zu trinken und das ist echt so ja, wir der haben Tiefpunkt. Auch noch ja, wir haben ja noch so einen schönen Cremeklopfer. Ach, ich krieg den Cremeklopfer. Nein, du kriegst, was du willst, aber es ist jetzt einfach nur, um dir irgendwas anzubieten. Okay, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu einem, oh, herrlich, ein Klopferchen. Wir kommen mal so ein bisschen zu einem Thema, also wir haben jetzt keinen Gast auf der Bühne. Okay.
Mit der Bitte, dass er nicht selber auftreten möchte, die Person, okay, die das geschrieben hat. Und es gibt eine Frage und das ist ein ernstes Thema. Und genau, ich lese das jetzt einfach mal vor. Tante ist dieses Jahr nicht mehr hier, weil auch Arschlöcher hier sind. Da stehen ein paar Namen in Klammern. Fife zum Beispiel. Wie ist eure Meinung dazu oder sogar eine Lösung? Fragezeichen. Es gäbe die Alternativfrage, seid ihr auch so müde? Die stelle ich in einer Stunde nochmal, wenn dann sozusagen unsere zweite Stunde vorbei ist. Also wie ist eure Meinung dazu, dass Leute wie Tante nicht mehr hierher kommen oder dieses Jahr nicht dabei sind? Ihr habt jetzt auch wieder 5 Minuten, genau. Ja. Okay, dann machen wir jetzt nochmal von vorne die 5 Minuten. Okay, also ja, Tante aka Jürgen Geuter, um den es hier geht, ist ja nicht der Einzige, der nicht mehr zum Kongress kommt oder der sich nicht hierher traut. Und ich finde das sehr schade. Ich fand das immer sehr angenehm, mit Tante hier zu sein. Und ich habe auch die Zeit mit ihm hier sehr genossen. Und ja, was kann man da machen? Also ich meine, wir sind alle freie Menschen. Wir müssen alle unsere Entscheidungen treffen. Und Tante hat für sich entschieden, dass das für ihn hier nicht mehr das Umfeld ist, in dem er sich wohlfühlt. Und das müssen wir respektieren, denke ich einfach. Also ich habe natürlich auch meine Probleme mit dem einen oder anderen und mit dem einen oder anderen Talk. Und man muss sich dann irgendwie arrangieren. Und ich gehe auch nicht mehr zu bestimmten Talks, die, sage ich mal, so populär sind, die mir mittlerweile so ein bisschen auf Nerven gehen, weil sie so eine Attitüde verspüren, mit der ich einfach immer weniger klarkomme, die so aus der Hacker- und Nerdkultur so kommt, dieses irgendwie, ja, wir sind die Geilsten und alle anderen sind doof und so weiter und so fort. Und davon gibt es halt so ein ganzes Genre von Talks irgendwie, die ja auch so tradiert sind. Und das ist auch so ein Klima, mit dem man, ich glaube, da kann man sich auch überempfindlich sozusagen allergisch drauf reagieren. Und ich glaube, dass das auch bei Tante passiert. Plus die Leute, die er kritisiert und so weiter und so fort. Bei mir, ich hatte tatsächlich im Vorfeld dieses Kongresses auch so meine Probleme und hatte meine Bedenken, aber ich habe mich dafür entschieden, herzukommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Also ich fand hier eigentlich von Anfang an eine sehr schöne Atmosphäre. Ich habe von Anfang an nur nette Leute getroffen und auch kennengelernt und hatte hier ein sehr positives Erlebnis die ganze Zeit. Und selbst von Leuten, von denen ich weiß, dass sie da sind, denen bin ich bisher Gott sei Dank nicht über den Weg gelaufen und bin sehr froh darüber. Das ist natürlich auch eine gewisse Glückssache. So. Ich kenne auch Leute, die sind dann sofort in bestimmte Leute reingerannt. Ja, ich glaube, neben dir sitzt so einer. Genau, ja. Hatten wir es nicht vorhin in der Sendevorbereitung, naja. Orientierungslauf um manche Personen, genau, rum, hier gemacht wird. Aber das ist halt, aber ich meine, da muss man halt auch... Also beziehungsweise man muss gar nichts, ja. Also wenn man darauf nicht klarkommt, dann ist das völlig legitim zu sagen, so, ich komme damit drauf nicht klar, ich mache das nicht, ich komme hier nicht her. Ich will da auch niemanden irgendwie deswegen ins Abseits stellen. Ich finde es schade, aber ja, so. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Ich finde, wir kritisieren ja den Kongress, wir sind gerne auf dem Kongress, also ich zumindest, wir kritisieren ihn aber auch. Ich finde auch gerade so diese Hacker-Folklore, die Michi schon so ein bisschen angesprochen hat, finde ich auch immer ein bisschen kritisch. Ich verstehe, wenn Leute hier nicht herkommen wollen, weil es auch ein bisschen kompliziertes Umfeld ist und auch ein, es gibt schon diesen Zusammenhalt so ein bisschen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass gerade bei diesem Kongress auch von den Organisatoren, doch zumindest von einigen Organisatoren, sehr viel getan wird, um das aufzubrechen. Und ich finde durchaus mit einigen Erfolg, also diese reine Männersituation ist definitiv, wenn ich mich im Publikum umgucke, vorbei. Also es sind immer noch deutlich mehr Männer als Frauen. Aber wir hatten leider immer noch keine Gästin. Übrigens, das möchte ich mal ganz kurz, falls wir es nochmal schaffen, irgendeine Gästin zu motivieren, motivieren zu können, bei uns zu sein. Wir haben eigentlich uns von vornherein, wollten wir uns Mühe geben, hier so ein bisschen was in die Quote, so ein bisschen was in Richtung Quote hinzubekommen. Das haben wir ganz offensichtlich nicht geschafft. Aber, also ich habe jede Gästin hier im Publikum persönlich daraufhin angesprochen. Okay, okay. Aber es gibt Gründe dafür und dagegen. Es gibt aber auch so ein Anonymisierungssombrero im Hintergrund.
Hintergrund. Also wenn jemand so ganz partout Probleme hat, hier mit Gesicht in den Stream zu kommen, könnt ihr auch diesen hübschen Sombrero aufsetzen. Ich habe mal noch eine Frage, weil für mich ist es mein erster Kongress. Und ein bisschen die Frage, hast du eben angedeutet, Max, hat sich das irgendwie verändert oder nehmt ihr wahr, dass, also ich habe jetzt mitbekommen, das erste Mal auch so ein Awareness-Team oder das halt bestimmte... Gibt es das? Awareness-Team? Ja, ist es hier? Ja, ja, das gibt es jetzt irgendwie okay. so. Und ich habe so die Wahrnehmung... Okay. Ah, okay, ja. Ja, also meine Wahrnehmung ist halt eher, ich fühle mich hier ganz wohl und überhaupt gar kein Ding oder so draus zu machen. War vielleicht nicht immer so. Also ich habe einfach gar keine Kongressgeschichte, die mich jetzt hier irgendwie belasten würde in dem Sinne. Habt ihr das Gefühl, dass sich das verändert durch solche Dinge? Ich meine, das Thema spielt ja auch so ein bisschen mit dieser ganzen Problematik, also zumindest in meiner Wahrnehmung, das Thema des Kongresses. Und dann hat man diese Keynote, die ja eigentlich echt ein totales Zeichen war und ein Signal war, im Sinne von, wir wollen einfach auch in eine andere Richtung mit bestimmten Teilen hier. Habt ihr so eine Wahrnehmung von Veränderungen hier? Also doch, ja. Also ich glaube, es gibt einige Leute im CCC, die sehr, sehr darauf geachtet haben, die letzten Jahre den Kongress zu öffnen, auch vor allem diverser zu machen, vor allem auch irgendwie für Leute, die jetzt nicht so das direkte Nerd-Umfeld sind, zu öffnen, auch vor allem für Frauen zu öffnen. Das ist auch, finde ich, gelungen insofern, dass ich da durchaus Fortschritte sehe. Es gibt sehr viel mehr Frauen, ich sehe mehr Frauen und ich sehe auch diese Bemühungen und ich glaube, die sollte man auch wertschätzen. Man sollte aber deswegen nicht immer auch gleich, das ist immer so die Sache, also ich finde, man sollte das durchaus wertschätzen, dass diese Dinge getan werden und man sollte auch darauf hinweisen, dass der Kongress sich geöffnet hat. Das sollte man positiv machen. Man sollte aber deswegen nicht die Kritik einstellen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute im CCC sehr, sehr beleidigt reagieren, wenn man trotzdem Kritik anbringt. Aber ich finde tatsächlich, dass nach wie vor Kritik auch berechtigt ist. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Also es gibt halt immer so ein bisschen Missverständnis, glaube ich. Also dass halt Dinge passiert sind und dass sich Leute engagieren, heißt nicht, dass man jetzt irgendwie die Kritik einzustellen hat, sondern ich glaube, alle Leute sollten immer noch an allen Seiten weiter daran arbeiten, den Kongress noch ein Stück besser zu machen. Aber ich würde es großartig finden, wenn wir tatsächlich eine Frau finden würden, die schon ein paar Mal hier war, die vielleicht, weil ich fühle mich jetzt irgendwie so nicht als so der richtige Kandidat, um darüber zu reden. Vielleicht kommt einfach Nele zu uns. Nele, willst du unsere Gästin sein? Ja, komm, bitte. Okay. Kriegst du auch noch einen Schnaps deiner Wahl? Also ich komme auf den... Jetzt kannst du dir auch die Schnäpse mal direkt genauer angucken. Ja, genau. Okay, aber kurz nur, ne? Da sind so viele Leute, die mir ihre Zettel entgegenschmeißen. Willst du dein Mikrofon behalten oder nimmst du das Gäste-Ding? Mach das mal hier original echt. Oder willst du einfach Wodka? Hallo Nele, dich wollten wir ja schon die ganzen Jahre mal im Podcast haben. Du bist ja immer in Hamburg. Das ist, deswegen kommen wir jetzt extra zu dir, haben wir extra den Kongress hierher verlegt, damit wir hier... Eben gerade konnte man dich nicht lachen hören. Ich hoffe, jetzt geht das... Ja, ich habe auch gar nicht gelacht. Ach so. Ist ja auch das war nur mein Fake-Lachen. Ach so. Das kann ich gut. Das habe ich auch so Kongressen gelernt, also auf anderen. Weil hier ist ja wirklich sehr launig und sehr schön. Ja, danke für die Einladung in eurem Podcast. Ich wollte ja auch schon immer mal Gästin bei euch sein. Aber ich wollte nicht meinen Namen auf diese Zettel schreiben mit meinen ganzen verschiedenen Aliases. Das wäre die Notfalllösung gewesen, wenn sie hier jetzt gar keiner gefunden hätte. Ja, da ich jetzt so ein bisschen die Alibi-Teilnehmerin bin, was wollt ihr denn wissen von mir? Habt ihr Fragen an mich? Ja, also tatsächlich, du bist jetzt neben Tillmann, übrigens, das weiß ich auch, bist du zumindest auf jeden Fall eine der wenigen oder eine der Personen, die ich kenne, die jetzt das allererste Mal auf dem Kongress sind. Und ach, Tillmann war auch das erste Mal. Genau, Tillmann ist auch das allererste Mal auf dem Kongress. Und der hat sich auch das erste Mal hergetraut, sag ich mal. Ja, irgendwie hätten wir ihn eigentlich auch mal dazu noch interviewen können. Aber bleiben wir bei dir. Den also du, einfach mal nach. Du bist jetzt das erste Mal auf dem Kongress. Du hast wahrscheinlich im Vorfeld auch schon mal irgendwie Twitter-Debatten darüber gehört. Du hattest dir sicherlich vielleicht eine Vorstellung davon gebildet im Vorhinein. Und jetzt bist du hier. Und wie empfindest du das jetzt hier? Naja, also was heißt Vorstellung? So ein bisschen, klar, auf Twitter kriegt man so ein bisschen mit, was die Debatten zum einen sind, aber man kriegt ja auch schon Eindrücke von Leuten, die überrascht sind, die positiv überrascht sind, die
ganz coole kleine Dinge erleben. Also so ein schönes Erlebnis gestern war, ich war völlig fertig und müde, um mal die seid ihr auch so müde Frage gleich mit zu beantworten, die auf dem Zettel stand. Ja, war ich gestern doch sehr. Und musste mich an diesen Bälle, am Bällebad einfach mal so am Poolrand ein bisschen ausruhen. Kleines Mädchen, nur Strumpfhose an und Hemdchen, kletterte in dieses Bällebad und lag nur so da. Das war so schön, weißt du, so friedlich, wir zwei nur da zu liegen und herrlich. Also es sind so kleine Erlebnisse, wo ich halt so denke, nee, also man kann ja auch irgendwie so sein eigenes Ding machen und so sein eigenes Tempo fahren, das finde ich ganz schön. Und dann so unten, also es gibt viele Dinge, die ich überhaupt nicht schnalle, die einfach irgendwie nicht mein Thema sind. Hier das Podcast oder das Sendezentrum finde ich irgendwie ganz nett. Und so Partys da drüben im Klo finde ich auch sehr spektakulär. Warst du drin eigentlich? Erzähl doch mal. Was geht denn da drin ab? Was feiern die Leute da? Nein, man darf da gar nicht drüber reden. Ach so, das ist, what happens in the Klo? In the Klo Club. Klo Party Club. Und ja, das also sonst passiert hier noch was Schlimmes. Ja, da kommt was Bestimmtes mit der Rohrpost dann. Die Rohrpost. Jedenfalls nein. Also ich glaube, es ist cool. Ich kenne jetzt hier so über das Sendezentrum schon einfach so eine gewisse Community. Ich habe quasi von vornherein war mir klar, dass ich hier auf jeden Fall aufschlagen werde und dass hier Menschen sind, die einfach nett sind und Hallo sagen und überhaupt, wo ich einfach einen total ganz schnell Anschluss habe. Und deswegen ist das quasi nur so eine Art Fake, erstes Mal hierher zu kommen. Weil ich glaube, wenn du so völlig ohne Anschluss oder so hierher kommst, ist man vielleicht erstmal ein bisschen orientierungslos und ist eh überfordert von all diesen Dingen, die hier passieren. Und das ging mir natürlich am ersten Tag genauso, aber ich hatte gleich jemand, der mir mein Eventphone eingerichtet hat und so. Also man ist dann schneller drin, als man vielleicht denkt. Aber ich finde, also ich, keine Ahnung, natürlich überhaupt keinen Talk gesehen, logisch, ja, also wie das halt so ist, wenn man viel zu tun hat, rechts und links. Aber die Wahrnehmung ist eigentlich super. Also aber mal anders gefragt, du warst ja, du wohnst in Hamburg, ja? Ja. Also viel darf man verraten. Und der Kongress ist ja nun schon seit 3 Jahren oder 4 Jahren, ich weiß gar nicht, 4 Jahren oder so. Doch, seit 3 Jahren in Hamburg. Seit Jahren. Und das heißt mit anderen Worten, du warst vorher nicht auf dem Kongress und musst aber bestimmt davon mitgekriegt haben und dich irgendwie dagegen entschieden haben, hierher zu kommen. Was war denn deine Beweggründe damals? Ja, es ist ganz, ganz banal Familie. Okay, also du hattest einfach zu tun. Ich war mit anderen Dingen, mit analogen Dingen beschäftigt. Okay. Mit Brettspielen, mit Spazierengehen, mit Essen, Trinken, was man so im Leben auch macht. Ich meine, das kann man hier natürlich auch machen. Ja, es ist halt keine Ausrede. Oh, wir haben noch ein paar Gäste auf den Zetteln. Ja, genau. Kriegen wir alle unter. Nein, es hatte nicht den Grund, dass ich sage, ich will diesen Kongress nicht erleben. Weil für mich ist ja auch klar, da ich mich mit Podcasting jetzt in meiner Diss beschäftige oder so, dass ich auf jeden Fall mal herkommen muss, um dieses Live-Podcasting zu erleben und überhaupt halt die gesamte Einbettung vom Podcasting in die Szene oder wie auch immer man das Subkultur irgendwie, wie man das nennen möchte. Also das ist schon wichtig und das fand ich auch erstaunlich, dass sie eigentlich immer was los ist, dass die Leute das super positiv annehmen, dieses Live-Podcasting-Angebot. Und das hat man wirklich an wenigen Stellen, dass das möglich ist. Ne? Und dafür ist es natürlich total klasse. Aber es hatte jetzt keine bewusste Entscheidung oder so. Ich meine, ich bin ja selber, irgendwann weißt du ja auch, kannst einschätzen, okay, da gibt es ganz viele Dinge, die sind einfach nicht mein Ding. So. Da muss ich mich erstmal nicht reindenken. Ich kann mir das kurz angucken und kann sagen, okay, scheiße, werde ich nie verstehen, ist auch nicht schlimm. Ich gehe jetzt mal auf einen anderen Floor oder so. Ja. Aber dieses Angebot ist, glaube ich, breit gefächert genug hier, dass man ganz viele unterschiedliche Dinge mitnehmen kann. Ich hätte jetzt zum Beispiel noch super gerne, es ist halt meine letzte Nacht hier, ja, ich bin morgen schon gar nicht mehr da. Nein. Ich hätte mir gerne Magnetnägel machen lassen. Das finde ich total heiß. Da in der AAA Assembly im Hack Center. Hast du auch schon? Ich hab's nicht, aber ich weiß, wo es geht. Muss mir nachher mal zeigen. Ja. Aber so klassisch ein Klischee-Beispiel, aber da stehe ich halt so ein bisschen dann drauf. Ne? Okay. Mache ich gerne mit. Ja, mach ich gerne genau, mit. Genau. Nein, aber so Projekte, keine Ahnung, so Fiona kenne ich ja ganz gut, so Jugendhakt oder Chaospatin oder so. Also das war dann schon von außen auch für einen die Wahrnehmung. Hier gibt es einfach Leute, die ein bisschen was verändern wollen, die Ideen haben und die das dann auch einfach machen und
Das finde ich total klasse und auch das mal anzuschauen, wie das hier angenommen wird und wie, also was das auch so mit Stimmung macht oder was da für Leute unterwegs sind, das finde ich auch total gut. Und ich bin halt auch so eine alte Nachteule, also ich glaube, ich bin heute um 7 zu Hause gewesen. Okay. Da war es dann schon ein bisschen leer unten im Turbinensaal, sag ich mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ist, ich sag mal, es ist, ist gut gängig mit meinem Biorhythmus, dieser Kongress. Okay. Aber gab es jetzt auch zum Beispiel irgendwas, was, wo du jetzt gesagt hast, nicht nur irgendwie, damit kann ich nichts anfangen, sondern auch etwas, davon fühle ich mich abgestoßen, das finde ich irgendwie doof und so weiter und so fort? Sowas? Nee, aber es liegt vielleicht ein bisschen daran, ich habe schon irgendwie schon immer auch so mit Nerds zu tun oder mein eigener Lebenspartner ist ja auch ein schlimmer davon, okay. Schlimmer Fall von. Also das ist ja. Bist du auch hier? Warum willst du das wissen? Interesse halber so. Nee, der guckt aber vielleicht zu. Ah, okay. Fake Smile. Nein, aber der. Nein, aber ich sozusagen. Ich glaube, ich bin eigentlich ein Nerd, sage ich immer. Also ich bin ein. Ich liebe Nerds und okay. Was sie tun und also oder was heißt, es gibt da ganz viele verschiedene Formen davon, aber Menschen, okay. Die Dinge mit Leidenschaft tun, ja, seien es Podcaster oder irgendwie Rollenspieler oder keine Ahnung, Leute, die sich mit Plastikwaffen im Park irgendwie zerkloppen oder so, das ist, ich finde das super, weil ich mag das einfach so. Okay. Ich glaube nur, also hier vorne steht ja dieses Plakat, endlich mal normale Leute. Nee, es steht eigentlich Normla. Genau. Normla Leute. Also ich, also ich habe ein bisschen Probleme. Normle Leute. Normle Leute. Normle Leute. Ja. Ah, orthografisch reizvoll. Jedenfalls diese, sozusagen, ah, okay, es reicht dann auch langsam. Ja, ich würde auch den gerne jetzt mal trinken. Nee, jedenfalls, ich glaube, das ist, auch wenn das Selbstverständnis das ist, vielleicht, ja, endlich sind wir mal unter uns und so. Ich glaube, es kommen immer mehr normale Leute wie ich. Also ich bin in allem, glaube ich, mega Mainstream-User. Also ich mache ja sogar hier Instagram, weißt du, und sowas. Ja, ich machen, hier machen wir auch. Noch ja, machen wir jetzt auch. Nein, aber ich bin der totale Low-Level-User in allen so. Und ich glaube, das tut dem auch gut, wenn solche Leute hierher kommen, Fragen stellen, Beobachtungen treffen und einfach mit dabei sind, mit in Klo-Partys einbrechen und ja, einfach ein bisschen Perspektivwechsel anregen. Und da fühle ich mich, in der Rolle fühle ich mich irgendwie okay und angenommen und nicht irgendwie ausgegrenzt oder so. Super. Ja. Okay, also habt ihr gehört, alle hier am Podcast-Gerät, die noch nie hier waren, das nächste Mal müsst ihr dann unbedingt alle kommen. Jörg. Und rechtzeitig Tickets kaufen. Und jetzt müssen wir nämlich nochmal, apropos Perspektive, jetzt machen wir nochmal ein Selfie. Ah, mit Schnaps. Wir haben keinen Schnaps mehr. Wir sind hier untertrollt, falls ich das mal festhalten kann. Wir sind untertrollt. Ja, gerade Max ist mega untertrollt. Der steht da total. Ein Applaus für Nele. Ja, danke, vielen Dank. Wir wollten hier. Und jetzt kann Nele gleich weitermachen und. Ja, es gibt eine Gastanfrage und zwar zum Thema Hörbücher und Podcasts. Oh. Und, oder warte mal, nee, wir haben noch einen, der gleich weg muss, genau. Und da geht es nämlich eigentlich schon in Anschluss an das Thema, wie kann man den Kongress ein bisschen öffnen. Und zwar der Jan will mit euch über das Thema Engel auf dem Kongress und Chaospatinnen sprechen. Okay, super. Wow. Jan. Das passt dann ja natürlich auch direkt in unser Gespräch jetzt gerade. So, was möchtest du trinken? Was habt ihr nicht alkoholisches da? Was Mate? Noch zu ist? Nee, Mate nicht, ich gehe gleich schlafen. Okay, Wasser. Wasser? Wie wär's mit dem Wasser? Ja, wenn das, ja. Warte mal, nimm doch einfach mal. Willst du meine Flasche oder willst du einen Platten? Nimm mal die Flasche. Nimm mal die Flasche. Ist die noch zu? Ja, das ist gut. Nee, also die ist, also ich habe schon einen Schluck draus getrunken. Also falls das. Lieber nicht, weil das liegt jetzt nicht daran, dass Max da was draus getrunken hat, sondern dass da auch noch was anderes mit drin sein kann. Ah, okay. Und ich das, ja, das ist so, ich trinke aus medizinischen Gründen überhaupt keinen Alkohol und muss da sicher sein. Und okay, ist der Grund. Haben wir noch eine Flasche Wasser vielleicht, eine ungeöffnete, irgendwie rumfliegen? Ansonsten ist es auch egal. Also, also von diesem hier habe ich wirklich nur dort in so Bechern Aber ich möchte Mate. Keine Mate, weil ich nicht gleich schlafen. Sorry. Ja, gut. Hallo Jan. Ja, hallo. Jan. Herzlich willkommen. Dich haben wir
da habe ich, sieht man die ganze Zeit hier in dem, im Sendestudio rum, im Sendezentrum. Ich ja. muss dann hinter mich gucken, um den Namen. Ja, ja, nein, ich bin entweder hier oder da drüben bei den Chaos-Paten halt. Oder irgendwo mal eine Schicht machen und arbeiten bei den Engeln. Ja. Ist das das erste Mal, dass du das machst dieses Jahr? Oder? Das, was jetzt? Das Engeln, das Chaos-Paten sein oder das. Alles. Alles. Na, erste Mal Kongress kann ich sein, weil ich bin ja schon Pate und nicht Patenkind. Ja, stimmt, ja. Außerdem habe ich ein Camp-Shirt an, das ist relativ unwahrscheinlich, dass man damit das startet. Nee, der erste Kongress war der 30C3. Okay. Also da war ich Patenkind von, genau. Ja, so ein Shirt habe ich auch, das ist sehr schick. Und ich habe leider das Blaue damals nicht gekauft, das bereue ich heute noch. Ich habe den blauen Zipper auch, ja. Mir geht es um das T-Shirt. Das, damals hatte ich, dachte ich, naja, ich habe ein Engelshirt und dann reicht es und das bereue ich bis heute. Wie ist das? Also das erste Mal, wenn man es macht, dann ist man Patenkind? Ja, genau. Ah, okay. Und dann das nächste Mal kann man selber Pate sein? Ja, genau. Aber ich war das nicht. Ah, okay. Und deswegen meinte Fiona ist ja die Oberchaos-Patentante oder so. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Genau. Das kommt von mir. Abgewichen. Ich schweife gerne ab. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Oberpatin. Genau, und davor, wie oft ich hier bin. Ich war auf dem 30C3. Auf dem 31C3 war ich dann ja auch im Sendezentrum hauptsächlich. Und und jetzt, ja, geengelt habe ich seit dem ersten Kongress. Martin Dirius war damals mein Pate. Ja. Das war auch sehr cool irgendwie. Das hat irgendwie gepasst. Und er meinte irgendwie so, werd doch Engel. Ich so, wie Engel? Ich bin doch das erste Mal hier. So, war übrigens auch sehr witzig. Ich kam damals an Tag 2 und bin irgendwie morgens losgefahren, so um, ja, normale Aufstehzeit, wenn man nicht auf einem Kongress ist, also so ein bisschen früher, weil man will ja irgendwann ankommen, so um 8 oder so. Und dann mit einem Auto von Berlin irgendwie hierher gekommen und war dann halt so um 14 Uhr hier oder so. Und der Kongress schlief noch, es war irgendwie leer. Es war kein Schwein hier irgendwie und ich so, Denn dieses Haus, denn die Seidenstraße, ich meine, man darf nicht vergessen, der 30C3 wäre der erste Kongress mit der Seidenstraße. Stimmt, das war ja. Und der erste Kongress nach Snowden, ich erinnere mich noch, damals war an der Stelle ein kleiner Kasten dran, wo dran es stand, Monitor Device irgendwie vom GCHQ oder stimmt, so. Stimmt, das ist diesen Aufkleber auch. Ja, den, das ist auf meinem Rechner auch, ja. Dieser. Nee, da gab es einen Kasten mit einer roten LED drin, die auch noch geblinkt hat. Ah, okay. Davon gibt es in meinem Twitter-Stream, glaube ich, auch ein Bild, aber halt vor 4 Jahren oder so, ne? Nee, drei Jahre, genau. Nee, zwei Jahre. Und 30C3 war es vor 2 Jahren. Und was machst du hier so als Engel? Also, was ist denn so? Als Engel? Da geht man halt ins System und bucht sich Schichten. Also, heute hatte ich eine sehr coole Schicht an der DDoS-Bar, die ich mir so halb gehackt hatte, weil. Der Witz ist, ich war halt vorher eingeschrieben für die Bar unten im Hackcenter. Ja. Yeah. Und da war ich nur drinne, weil ein anderer raus war, der irgendwie gelöscht worden ist und wieder neu rein war. Und deswegen hatte man mich da rausgekickt und der meinte, ich würde gerne die Stunden haben und ich würde gerne Barschicht machen. Und der meinte dann, naja gut, dann bist du halt fünfter Engel an der DDoS-Bar. Der Witz war irgendwie, dass die DDoS-Bar irgendwie die ganze Optimierung vom letzten Jahr noch gar nicht hatte und es ist Tag 3. Ja, also im letzten Jahr hatten wir. Oh, meine Zeit ist. Nein. Das finde ich jetzt spannend. Ja, letztes Jahr hatten wir das System. Oh. Und ich. Da kommt Post. Wir haben auch wieder Post. Ein bisschen Wasser? Das habe ich schon rausbekommen. Die Payload ist für das Wasser ungeeignet. Ah, okay. Also. Damit kann man kein Wasser verschicken. Lakritz, das ist ganz offensichtlich für mich. Aber ich hätte wirklich gerne ein Wasser so langsam. Haben wir Wasser noch? Vielleicht geht einfach mal einer Wasser? Vom Publikum im Himmel und sagt, er bräuchte ein Wasser für einen Engel. Da gibt's das ist nämlich das Schöne für Engel. Engel haben da hinten einen Himmel. Er braucht eine ungeöffnete Wasserflasche, das ist das Problem. Im Himmel gibt es wirklich einfach ein Wasser. Im Himmel, einfach wär irgendwie cool. Weil so langsam wird mein Mund trocken und genau. Das Ding schmeißt man sich einfach hier rein. Wir haben keine ungeöffnete Wasserflasche mehr. Was? Ja, einfach rein. Ja, das ist irgendwie. Also auf dem 30C3 war das ja so, da gab es dann überall irgendwie so Staubsauger und es bildeten sich immer so Gruppen darum, die sozusagen diesen Stand betreut haben. Ne? Und dann immer so.
Und es gab ja damals auch, das war meine Idee schon damals, warum hat man da keine Ortsbatteriefernsprecher oder Feldtelefone dahingestellt? Für die Leute, warum ich das Ortsbatteriefernsprecher nenne, ich komme von der Eisenbahn, da nennt man das so. Okay. Die meisten Leute kennen das als Feldfernsprecher. Und der Witz ist, als kleiner Fun-Fact, diese Ortsbatteriefernsprecher sind heute noch bei der Deutschen Bahn im Einsatz. Okay. Ja, also die Mehrzahl der Stellwerke ist ja auch immer noch... Super, danke. Oh, ich danke, danke dir. Danke. Du? Wer bist du? Bei wem darf ich mich bedanken? Du kommst als nächstes dran. Oder so. Dann weiß ich auch, wer er ist. Genau, ich muss jetzt kurz was hier trinken. Das ist ein bisschen, das ist mir auch schon mehrfach explodiert hier, das Wasser. Du bist da wesentlich geschickter als ich. Ich halte das jetzt. Okay. Oh. Okay, wow. Jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier massiv aufgerüstet. Davon nehme ich ein paar mit, damit können wir die Dürre in Kalifornien fixen. Können wir die Waldbrände Okay. Okay. Ich würde sagen, die Latenz ist etwas Wasser. Groß. Die Latenz ist etwas groß, aber die Bandbreite auch. Ja, das ist. Ach, die Bandbreite habe ich was sehr Schönes. Auch vom 30C3 so ein. Danach muss ich übrigens das geilste Erlebnis, was ich bisher auf diesem Kongress hier hatte, noch kurz preisgeben. Das geilste Erlebnis auf dem 30C3 war, sie hatten da auch diese Seidenstraße. Und dann hatten sie damals in die Kapseln, die lange nicht so professionell waren wie diese hier, einfach eine 2 TB Festplatte genommen und dann sozusagen auf der Teststrecke mal gemessen und hatten dadurch einen höheren Datendurchsatz, weil sie einfach mehr Payload hatten als das NOC. Sehr geil. Ja, das ist ein berühmtes Zitat, ich weiß nicht mehr von wem es war. Man soll nicht die Bandbreite eines Trucks, der den mit Festplatten beladen den Highway langfährt, unterschätzen. Definitiv. Auf jeden Fall, ja. Aber wenn man... am Anfang haben die ja auch so Sachen gemacht, wie wirklich Glas-Mate-Flaschen da durchgeschickt. Also es war ja irre. Ja, gut, beim das ersten war dann Kongress aber auch mit dem oder so, ne? Ja, das waren dann ja, ich sag die mal, Verrückten. Ja, aber ich sag mal so, das Coole ist, auf dem ersten Kongress war das halt, ich hatte schon echt Angst. Ich dachte so Seidenstraße, so. Ich meine, auf dem letzten Kongress war nicht mehr so viel. Ich meine, wer auf dem Camp war, da war das quasi nicht vorhanden. Und ich dachte so, stellen wir das jetzt ein oder so? Und nein, wir optimieren es. Geil. Übrigens, wo man sieht, wenn Nerds Dinge optimieren, dann geht der erste Versuch ja meist ein bisschen over the top, ne? Kann man übrigens sehr schön in der Garderobe sehen dieses Jahr. War ach, jemand von euch schon mal in der Garderobe? Ja, klar. Du meinst das mit den verschiedenen Ausgabestationen, ja? Das ist aber sehr geil. Also, ist sehr cool, ja. Wenn da die Schlange lang ist, dann ist das echt schnell, das System. Ach, das kommt immer, glaube ich, ganz drauf an. Also... ich hatte deine Schicht und wir haben... Ach, ich bin jetzt wirklich durch. Genau. Jan, komm, wir machen jetzt mal noch das Selfie. Das ist mein erstes Selfie überhaupt. Echt? Okay. Ja. Mit einem Selfie-Stick. Ja, genau. Wenn schon, dann richtig. Ja, ja genau. Mit Selfie-Stick. Jan, ich bedanke dir. Ja. Und irgendwann wird es eventuell vielleicht auch irgendwann mal im Podcast-Universum was von mir geben. Ja. Aber irgendwann vielleicht... Stimmt, genau. Können wir irgendwas anderes pluggen? Deinen Twitter-Account oder so? Auch mein Twitter-Account, der ist eigentlich so unbedeutend. Ja, das können wir ja ändern. Ja. Oh, wie bescheiden. Oh. Ja, hier, ich weiß nicht, haben wir eine Kamera da? So bescheiden sind nicht alle hier. Das Problem, wenn man die hier irgendwo hinschickt, sie kommen dann wieder zurück. Fair sein, nee. Fair sein, ja. Fair sein ist ein Twitter-Account? Nee. Ja, das Problem ist, dass Fair sein schon belegt war und deswegen muss man da an die richtige Stelle einen Unterstrich setzen. Und wo ist die richtige Stelle? Na, wo ist die richtige Stelle bei Fair sein? Das ist jetzt die Denksportaufgabe. Man findet mich auch so, aber... Unterstrich fair sein. Nein, nee. An die richtige Stelle in dem Wort. So, fair unterstrich sein. Okay. Das hat gedauert. Ja, sorry, aber ich kenne... Ich verstehe das. Sorry, ja, und du hast schon eine Menge Alkohol drin wahrscheinlich. Ich weiß, warum ich das nicht trinke. Ja, und ich komme schnell ins Ein Applaus Labern. Für Jan. Ja, ich schmeiß mich jetzt runter. Aber warum ist es eigentlich die 99 und nicht die 100? Weil wir keine mehr geschafft haben vorher. Na, dann macht man einfach eine kurze Ankündigungsfolge. Ja, nee, das wollte man nicht. Wir machen die 100 richtig. Genau. Okay. Wir machen die 100 richtig. 99 cool. Ist auch geil hier. Ja, finde ich auch. Ja, genau so. Danke, Jan. Ja, bitte. Ach, nee, kurz. Ich will noch kurz was erzählen. Ganz kurz. Dann bin ich wirklich weg. Weil das ist der Funfact. Ich war im Himmel und wir haben ja überall diese Unisex-Toiletten. Ich war mit meinem Patenkind, einem Mädel, dabei und der Mann von der Putzkraft, der meinte irgendwie so... ja, übrigens, das ist das Frauenklo und das da drüben das Männerklo.
So, weil der ist ja halt Putzkraft und da ist das ist halt immer so. Und ich meinte zu ihm, nee, das ist Unisex, der hat nur komisch geguckt. Ja, an der Uni hat man immer Sex, ne? Ja. Nee, na, jeder kann halt überall hingehen. Was ich übrigens ganz schön finde, und das ist dann so Hacker-Style, man macht nicht einfach alles Unisex, sondern man macht beides. Und an den Unisex-Toiletten steht auch immer dran, wo die nächste normale ist. Okay. Also das finde ich so, das finde ich irgendwie, das ist, wenn Hacker sowas umsetzen. Endlich mal normale Toiletten. Endlich es mal tut mir leid, aber genau. Es tut mir leid, aber wir haben hier dann doch noch ein paar Gäste. Apropos vielen Toiletten, Dank, Jan. Danke, Jan. Ich finde, Jan und MS Pro könnten auch einen Podcast zusammen machen. So. What? Ohne mich? Ungeklärte Dinge mit ungeklärten Inhalt. Okay, I think now it's time for a challenge, guys. Oh. Nee, mach weiter. Der Max muss nur einen MS Pro pullen. Ah, okay, alles klar. Nee, komm ruhig mal weiter. Ja, nachdem jetzt hier schon einige Schnaps geleert wurden, wollen wir mal den Schwierigkeitsgrad gerade für Herr Seemann jetzt ein bisschen steigern, so ganz alleine. Und zwar, to announce our next guest, it's a special guest, a very special guest. It's our first female guest on stage today. Give a big hand to Michelle, and this will be... We have to talk in English. Oh, so we need to talk. We need to talk. I'm sorry. Michelle. And your topic is internet. It's Chinese internet. And you're familiar with the stage already, I know. Yeah. I loved your podcast. Hi, Michelle. Yeah. It's such an honor because I was in the audience when you gave your live podcast with Whitey Chan. About the chinternet. Yeah. And I was noticing your selfie stick. Yeah. It's really nice. Is it a Chinese thing or is it a Chinese invention? I'm not really sure, but I get the impression it could have come out of Korea or Japan, but it's definitely manufactured in China. Yeah, okay. what is it? I think if you've ever been to China, they're everywhere. So. No, I've never been, but I've been to Taiwan, and it's a kind of tiny Chinese thing, but not really. Actually. Well, the Taiwanese get very upset if you refer to them as mainlanders or in any reference to them. So yeah, but they call themselves the Republic of China. Yeah, they do it voluntarily. I just wanted to remind you of the fact that you have to switch on the 5 minutes. Sorry. Because these are the rules of this podcast. This is a job of Max, sorry. So, tell me about the chinternet. Do I have to talk about the chinternet? Because, you know, I mean, the chinternet is very interesting, and what I do is I observe cultures, and I'd really like to talk about what I've observed in Germany. It's my first time to Germany. Yeah, this is also a great approach. Oh, I'm sorry. Oh, yeah, okay. Yeah. This is better? Okay. Yeah, so the most surprising thing about Germany to me is actually Mathe. Yeah, okay. Especially at a hackers conference. I wasn't expecting Mathe. You know Mata? Mata as a tea. It's like a health tea. Yeah. In America, it's branded as something, you know, it's like a South very American healthy. Thing. Yeah. Yeah, well, yeah. It's South American, but how it's branded in America is it's very healthy for you. It's like for the, maybe the hippies a little bit. So I was a little surprised that it was used for actually staying up much later. Okay. To keep hacking? Yeah. Is that what Mata is about in this context of... Mata and Germany and I think, the Congress? I think the hacker culture had always a special relationship to things with caffeine. Mm-hmm. And especially coffee in every hacker culture thing in America, there's everything about coffee. And in Germany, I don't know, I got to know Mate, Club Mate especially, in the club culture at first. I got familiar with it, I think it was about 2000, when I started to go clubbing in Hamburg. And there were a few clubs where they sold Club Mate as a party drink.
just to keep awake. So it's always sort of branded as something to keep everybody awake keep going. But that's completely opposite. But I learned later in that on the on the hacker thing, it was already a thing. Yeah. I think. So this is actually the most surprising thing from like my anthropological perspective. Yeah. I find this like most interesting because it was the one thing I least expected about coming to Germany to a hackers conference was to witness something like Mata, which is a tea. It is associated with like health consciousness in America. With like basically just staying up and like doing a lot of things like partying or hacking. But even in South America, where you drink mate in a very high concentration. But it's about sitting around. Still, yeah, yeah, right? Yeah. Like but it also like makes you awake. It also wakes you up. Yeah. And I don't know. I heard about the American hacker culture, especially in New York and San Francisco, that the hacker spaces that were built there always import Clubmate from Germany. That's because it's so popular there. So I grew up with brothers who were computer programmers. Yeah? So my like introduction to gaming culture was through them. And it was actually more like Coca-Cola and Mountain Dew. Okay. So since this era of my childhood, I've always thought that hackers had, you know, Mountain Dew and Coca-Cola. And that's a little bit why I'm, like, surprised by Mata. But that's interesting that, like, California and New York imports. Yeah, Club Mata. I didn't buy it. We don't get it at Facebook, at least, but you can buy it. He lives in California. So then what is the drink at Facebook? Coffee, cola? Yeah, so I don't know. That's something that's my thing. I tried to import some Clubmate a year ago, or no, not so long, half a year ago, but I couldn't because at that time the German parcel service was at strike. What a so shame. They couldn't. Yeah, and since then I'm waiting for it for my order of Clubmate. But I'm definitely going to introduce some of my colleagues to this wonderful stuff. Actually, I really like it. I've been drinking it a lot since introduced to me. So that's like one of the first surprising things about my experience here. There's a second one, which was actually only occurred a few hours ago. Just a few hours ago, I heard there was a ball pit. Actually, I heard there were two ball pits here for a ball, you know, a pit of balls that you could sit in. Bällebad. Yeah. I didn't find that Bällebad already. Well, there's two. There's the kids one area. In the hacker space. So I was introduced to the kids area. Yeah. And it was, what time is it? I don't know. I have to look up at my phone. It's pretty late. And it's it wasn't so o'clock. Long ago. Okay, so maybe around like 11:30. Me and a friend went to the ball pit. And we were just chilling in the ball pit with a drink, and nobody's around. There's not really kids around either. It's 11:30 at night, and then a little girl comes and she tells us we can't be in the ball pit. It's just for kids. Of course it is. So the friend says, "Oh well, you know, if you bring another friend, then we'll get out." So she actually goes and finds another friend to follow the rules about how there are not supposed to be adults in the ball pit, and she brings the other friend back. But doesn't she have to outnumber you? So well, actually, they did. One of the girls brought her mothers. Okay. So at that point, we were outnumbered. Okay. But that was the moment where I realized, like, rules are rules. Yes. And there are other things that occur to you as especially German thing? I mean, I've only been here 3 days. Okay. So if you gave me enough time, I could definitely come up with some more. I don't have a problem with that. How long do you stay in Germany? Another week and a half or so, and then I go to the Netherlands. Yeah. And you stay in Hamburg or in Berlin? To Berlin next. Okay. Okay, but you didn't. It's your first time in Germany? It's my first. I've been to some very strange places in the world, but this is my first time to Germany. I learned that you lived about how long in Beijing? I've been living in Beijing almost 4 years. 4 years, okay. Yeah.
And before that, you were as a child, a very young child, yeah. I lived in Saudi Arabia. Saudi Arabia, yeah. Yeah. She's American and was raised in Saudi Arabia. And I researched the Chinese internet. And she researched the Chinese internet. Are you ever allowed to get Did you already had your talk? Tomorrow. Talk is tomorrow. Yeah, we can plug that now. So your talk is tomorrow. Where? I think it's in Hall 6 at 4 o'clock. 4 o'clock p.m.? Yeah. Okay. Or 1600. 1600. 1600 in Hall 6. Yeah. And it's about the internet and about memes and internet. I have multiple archives. I also research creativity in terms of artists and technology in China. And I look at early histories of interaction with the internet. So it's a combination of introducing. First part, just a preview. If you've never surfed the Chinese internet, I will preview that experience for you. And then I move into my archive of many artifacts of the Chinese internet, and then I look at artists who are working with technology in China. But I find it very interesting, the Chinese internet, because it's so a gated community, you could say, yeah? The best description I recently got from a Taiwanese paper, academic paper, was a walled garden. And I really like this description because often in the West we have our own projection onto the Chinese system, but in reality, there's an entire culture that is flourishing in ways we don't understand. And so this idea of this walled garden perspective is quite interesting, because a garden is full of something, right? Yeah. Something that's growing, and that's exactly something beautiful, what's happening. And it's something domesticated. Yeah. And it's interesting because to Apple or to Facebook, it's they relate to it as a walled garden. Facebook, Apple, China, it's all the same, basically. Actually, it really is. I like to refer them as parallel worlds because the same sort of applications or systems exist in both. Yeah. But perhaps we can say Facebook, China, and the CCC. Everything is a gated community or a walled garden. I think certain circumstances try to be inclusive, but they tend to be exclusive, actually. There's always a dichotomy. There's also dialectics between close and That's open human air. Nature. It's the same way we like to categorize everything. Yeah. Great. Then we make the selfie. Yeah, this was exactly why I got on stage. Yeah. Oh, just for the selfie. I admired the selfie stick first. Okay, so the most popular item on or person on the stage is a selfie stick. So. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Applause. So who's next? We have to talk just past the English exam. Jetzt haben wir Breaking News, einen Spezialeinsatz, nämlich Marcel und Lukas können uns sagen, was passiert auf der Toilettenparty. Oh, Sie waren Insiderbericht, ein Insiderbericht. Dort gegenüber und wissen, warum es immer so Geräusche macht. Marcel und Lukas, das ist eure Bühne, 5 Minuten. Wow. Ah, das war das Mikrofon zu nah an dem, an dem Lautsprecher. Danke, Marcel und Lukas. Was wollt ihr trinken? Wollt ihr einen schönen Kombi-Kriech jetzt? Ich habe einen BND-Bräu bekommen. Ja. Schwarz-braun und durchsichtig, 8,5%. Aber ihr kriegt jetzt trotzdem nochmal einen kurzen hier. Ah, Schnäpschen. Oh ja. So muss das sein. Ja. Also da, wo wir herkommen, da gibt es auch Wodka in rauen Mengen. Ja. Okay. Au. Also vielleicht so zur Einleitung. Ihr kennt das vielleicht. Ihr seid so auf dem Kongress. Ihr seid so in diesem Loch so gegen 23.30 Uhr. Und dann kommt so eine Nachricht, ich bin auf der Toilettenparty. Vielen Dank, trinkt ihr mit uns? Und dann fragt man so, Toilettenparty? Und dann kommt so zurück, ja, das Konzept ist nicht so schwer zu verstehen, es ist eine Toilette und da ist halt eine Party. Und dann geht man ans Sendezentrum und da kommt Musik. Genug. Der Wodka geht uns nicht aus. Oh, okay. Der Wodka. Und da ist eine Toilette. Alles klar. Kommt aus der Toilette.
Der kommt sogar aus der Toilette. Der kommt aus der Toilette. Das ist ein Toilettenwodka. Ist das ein Qualitätsmerkmal oder ist das eher was, wo vom Arzt nehmen sollte? Ja, Prost, ne? Das ist jetzt, glaube ich, Geschmacksfrage. Für uns ist das ein Qualitätsmerkmal. Okay. Cheers. Ich mache hier mal so aus der Ferne. Also der Zuschauer sieht es jetzt natürlich nicht, aber hier steht eine Wodkaflasche vor uns, an die ein Fahrradlicht gebunden ist und dieses Fahrradlicht blinkt. Du machst das schon professioneller als wir. Sehr gut, vielen Dank. Genau, das ist jetzt... Wir sind ja auch betrunkener als ihr. So, aber jetzt erzähl mal. Naja, zuerst mitbekommen haben wir davon über Twitter, Hashtag Toilet Party. Oh. Ja, ja. Und dann sind wir eigentlich nur der Musik gefolgt, weil wenn man am Sendezentrum steht, ist es gar nicht weit von hier, 50 Meter Luftlinie. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Also ich stand erst hinter dem Sendezentrum auf der Unisex-Toilette, da war aber keine Party leider. Aber Moment mal, ich renne hier durchs halbe Haus, weil da hinten eine Toilette ist. Aber die sind im Augenblick dann wahrscheinlich nicht benutzbar. Darf man die als Toilette noch benutzen? Also, oder kriegt man irgendwie so Leute, die um einen herumtanzen, so mit Puscheln, während man pinkelt? Oder so. Also wenn du das Pissoir benutzt, vielleicht. Aber es gibt ja natürlich auch immer noch die Kabinen. Können wir mal ein paar so das Setting klären? Also wie viele Leute sind ungefähr da gewesen, als ihr jetzt da wart? War das randvoll oder war das so? Es ist so, wie viele Leute wie halt in eine Toilette passen. Also es sind ja unterschiedlich große Toiletten. Eine geräumige Toilette. Ich würde sagen, vielleicht so. Ja. Es ist eine Standardtoilette bestehend aus drei Räumen, einem Vorraum mit mehreren Waschbecken, einem Raum mit Pissoirs und einem Raum mit Toilettenkabinen. Hauptsächlich in Benutzung ist dieser Vorraum mit den Waschbecken. Okay. Und aber so der Overflow-Raum erweitert sich in die Bereiche mit Pissoirs und Toilettenkabinen. Ja. Okay. Wie ist so die Licht- und vor allen Dingen auch die Akustiksituation? Gut. Ist quasi exzellent. Also mir wurde gesagt, sie ist gewachsen, weil die Party läuft ja schon seit 9. Okay. Es ist inzwischen fast 2. Ja, also wir waren nicht ganz von Anfang an dabei, aber man hat uns berichtet, es hat angefangen mit weißem Neonlicht und einem kleinen Bluetooth-Lautsprecher. Ach, ja. Das wird jetzt so nach und nach ausgebaut. Ja, es ausgebaut. Ist halt wirklich so ein spontanes Ding, oder? Ja, es ist halt, Infrastruktur wird gebaut. Okay. Und es sind genug Menschen da, die was von Infrastruktur verstehen. Und jetzt haben wir eine Disco-Kugel, LED-Beleuchtung, hauptsächlich mit LED-Dildos. Das habe ich mal ein Foto gesehen. Vielleicht das kurioseste Merkmal dieser Party. Es ist ein emergentes Phänomen, kann man sagen. Genau, ja. Absolut. Ja, cool. Ja. Ist aber auch, also verkörpert sehr gut die Kongresskultur irgendwie, weil was halt irgendwie als hässlich weiß mit Fliesen und irgendwie Neonlicht anfängt. Das ist eine gute, Beschreibung des Kongresses. Hässlich weiß. Wer hier mal beim Abbau dabei war, ne, innerhalb von einer Stunde wird aus diesem Kongresszentrum wieder sowas, wo man irgendwie Ärzte erwartet, die über Herzchirurgie reden oder so, weil sobald man aus diesen ganzen schönen Halogenlampen die Farbfilter rausnimmt, wird es hier ganz schön deprimierend. Und so ist es auf der Toilette auch, wenn man die Lichter wieder anmacht. Das habe ich vorhin auch, das habe ich etwas naiv ein paar Leute gefragt, so mit denen ich hier so saß, ist das hier eigentlich immer so oder haben die hier die Dimmer ein bisschen runtergedreht, bevor sie die Leute reingelassen haben, aber es scheint so, als ob das doch einiges an Arbeit wäre, diese tolle Atmosphäre hier zu. Es sind sehr viele Folien, glaube ich. Ja, das auch. Ja. Also das ist was, wofür es sich auf jeden Fall lohnt, hierher zu kommen. Also ich gehöre zu den wenigen Leuten, die ja tatsächlich mal in diesem CCH waren, wenn kein Kongress da war. Also, ach, das ist jetzt interessant, berichte doch mal, weil das ist ein Erlebnis, das mir bisher noch fehlt. Das war, ich weiß nicht, vielleicht 2004 war ich mal, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, war ich mit meiner damaligen Freundin, hat mich geschleppt zu einer Aufführung von Schwanensee, einer Ballettaufführung, die hier irgendwie im, ja... Also sonst läuft hier Schwanensee, ne? Also und wenn man hier so reinkommt und sozusagen die Original, also hier ist ja alles rausgeschafft. Alles, was hier ist, ist rausgeschafft und alles, was ihr hier seht, ist sozusagen wieder reingeschafft worden. Und das ist ein völlig anderes Gebäude eigentlich innerlich, von der Innenarchitektur her. Und das ist eigentlich sehr deprimierend, wenn man reinkommt in das Originalgebäude. Es ist wirklich nicht schön. Das ist dieses 70er-Jahres-Style. Es ist so dunkel gedrungen. Die Lichter sind halt eben nicht farbig, sondern irgendwie fahl. Und das ist irgendwie, es ist einfach ungemütlich. Ich fand es nicht schön. Das Internet ist langsam. Genau. Und was der CCC hier jedes Jahr draus macht, ist wirklich ein komplett anderes Ding. So, ja? Und da muss man auch eigentlich nochmal Applaus für geben. Wir sitzen hier gerade in der Garderobe, wenn ich das so richtig sehe, oder? Das ist eigentlich, das ist, genau. Ja. Ne? Ralf nickt, wir sind in der Garderobe. Genau. Ja, erzähl weiter. Haben wir noch Themen?
Tja, die Klo-Party. Also was geht da? Jetzt erzähl doch mal die schmutzigen Dinge, die da passieren. Ja, also meine Fantasie spielt mal wieder total verrückt jetzt. Die blinkenden Dildos sind ja jetzt schon mal für den Normalmensch vielleicht nicht das Allernormalste. Also wir hatten auch schon so, also es ist Tradition auf der Toilettenparty. Wenn die Tür aufgeht. Was, Tradition? Ja. Das ging schon. Hier entwickelt sich innerhalb weniger Stunden eine komplette Subkultur. Also, wenn die Tür aufgeht. Das machen wir seit den späten 8:30 Uhr. Wenn die Tür aufgeht und jemand reingeht, dann wird erstmal gejubelt, weil jemand reingeht. Ja. Yeah. Aber manchmal passiert es auch, die kommen so, schauen so nach links, sehen so 5 leuchtende Dildos, gucken und drehen sich entrüstet rum und laufen wieder weg. Aber wenn man dann natürlich reingeht, dann wird gejubelt, dann schreien alle laut Wodka. Jetzt erzähl das nicht so laut, weil sonst laufen uns die Gäste weg. Ja, dieser Podcast dauert ja auch nur noch 11 Minuten. What? Nee, wir haben Open End hier. Wir machen so lange, bis der Ralf Bendrat, den wollen wir eigentlich. Der Ralf würde auch gerne nochmal in die Toilette. Nee, der will auch gerne Gast nochmal sein, glaube ich. Oder haben wir noch, Nele? Wow, guck mal, das ist, wir können doch die ganze Nacht hier. Verrückt. Also ich weiß nicht, wie lange ich noch kann. Die Toilette wartet auf euch, glaube ich. Also das Interessante an der Toilettenparty ist halt die Zukunftsperspektive, weil ich hoffe, ich verrate da kein Geheimnis, aber das nächste Jahr wird ja das letzte Jahr des Kongresses in diesem Gebäude sein, weil es ist, danach wird renoviert. Das heißt, nächstes Jahr ist Abrissparty und ich mag mir nicht vorzustellen, wie so eine Toilettenparty abläuft, wenn man dann auf einmal Dinge in die Wand bohren kann. Die Wand ist beziehungsweise, wenn die Wand einfach mal weichen muss, wenn die Toilettenparty sich ausweitet. Dann ist die einzig zu klärende Frage, ob es eine tragende Wand ist. Ja, das finden wir nächstes Jahr raus. Ja. Geil. Ich glaube, würde sagen, wir machen jetzt mal ein Selfie. Absolut. Okay. Ist übrigens auf der Toilettenparty auch sehr beliebt. Wie waren eure Namen? Wir sind jetzt schon wir so sind schlecht. Nicht schlecht mit Namen, von vornherein. Das ist Marcel und das ist Lukas. Ja, ich bin Lukas. Super. Hast du jetzt? Okay, sehr gut. Danke, Marcel und Lukas. Ja. Das heißt, wir wissen, wo wir gleich als Gäste sind. Auf die Toilette. Vielen Dank für diesen Live-Berichterstattung quasi. Ja, danke. Danke für den Wodka. Bitte. Sollen wir den hier lassen schon, oder? Den Wodka? Den könnt ihr mitnehmen. Okay. Wir haben hier noch genug. Ah, Nele kriegt ihr Mikrofon gerade wieder. Genau. Sehr gut. Ja, genau, das war nämlich meins. Oh, das riecht nach Toilettenparty. Nein, war nur Spaß. Nach Klostein. Neuer Tannenbaum. Wie riecht denn Toilettenparty? Erzähl doch mal. Wer hat auch Klosteine gelutscht? Ja, ich liebe meinen Duftbaum. Toilettenparty. Okay, ein bisschen so verwandt mit dem. Wir haben, ja, gut, dass du jetzt ein Feuerwerk anzündest. Wir haben noch einen weiblichen Gast hier auf der Bühne. Ja! Great, amazing. Und zwar die Franzi. Und ihr Thema ist, ich möchte bitte einen Schnaps von euch. Das ist ein tolles alles Thema. Alles weitere zu diesem skandalösen Thema müsst ihr bitte selber herausfinden. Ihr könnt ihr auch 2 geben. Franzi, nee, komm mal ein bisschen näher ran hier. So, und jetzt wollen wir erstmal wissen, was willst du für einen Schnaps? Den das ist ein sehr gutes Thema. Wir haben glaube ich, sowieso nur noch Moskau. Was ist denn noch da hinten? Das hier ist. wir haben ja einmal die. Wir haben ein Wireless. Also wir haben gerade einen Wireless. Hubertus-Tropfen und da sind noch ein schöner Klopfer. Und ist hier auch was drin in der Wireless? Mal, oder? Ja, da ist was drin. Ah. Wir haben eine Wireless-Zustellung bekommen. Wie geht das denn? Wusste ich gar nicht, dass eine Wireless. Das ist hier fest. Okay. Davon hätte ich jetzt gerne Animated GIF. Ist das genau das, was du willst? Ja? Super. Das ist doch total. Das ist doch super. Das ist Zähneputzen für Punker. Ich liebe es. Zähneputzen für Punker. Das sieht wirklich so aus wie aus der Mutti-Werbung. Lass mir dir einschenken. Du bist hier Gast, ja? Also, das ist richtig, ja? Möchtest du ein größeres Glas? Ne, Pfeffi sollte man schon mal in Schnapsdosen trinken. Ja, ich glaube, das wird jedes uns echt Mal wieder niedlich. Genießen. Kann ich? Sag mal, du bist Punkerin. Du wirst ein bisschen also, so. Ja? Keine Ahnung, selbst bezeichnen würde ich mich so, glaube ich, nicht mehr, aber... Wieso? Ist das uncool geworden? Nein, ich finde, sich selbst als Punker bezeichnen ist komisch. Das ist so wie Hacker, ne? Also man sagt ja auch, Hacker kann man sich nicht selbst bezeichnen, sondern man wird von Hackern als Hackern bezeichnet und dann ist man erst ein Hacker. Ja. Und ich habe jetzt einen festen Job und lebe nicht mehr und hänge nicht auf der Straße rum besoffen, deswegen... Okay. Hast du wenigstens einen Schäferhund? Was? Hast du wenigstens einen Schäferhund? Nein. Okay. Willst du auch einen Pfeffi? Aber hörst du denn die Ärzte? Oder die. So wie das echte Punker machen? So mit 12 habe ich das gemacht, ja.
Also und aus Nostalgiegründen natürlich ab und zu mal. Und, oder die Toten Hosen. Das ist doch die zweite Punkband, oder? Ja, ja, tatsächlich. Meine ersten beiden Alben auf CD waren Die Ärzte und die Toten Hosen. Ah. Also dein Thema, als dein Thema, war. Dein eingereichtes Thema war auf jeden Fall super Punk. So. Großartig. Das stimmt. Ich nehme mal Bier dazu, okay? Falls das ja, aber du musst schon eigentlich Pfeffi trinken. Ah, oh Gott. Komm, Max, das geht jetzt hier nicht. Das ist wirklich das Beste, was es gibt, und es ist auch die gute Goldaue, glaube ich. Ich habe noch keinen, aber ich nehme einfach hier irgendwas, was hier gut ist. Also wer auch immer diesen Pfeffi geschenkt hat, es muss ein großartiger Mensch gewesen sein. Genau. Also Wireless Seitenstraße is the thing, und ich glaube, das wird irgendwie das nächste Ding auf dem nächsten Kongress, wird Wireless Seitenstraße das Ding. Prost. Okay, Prost. Auf Wireless Seitenstraße und Punk. Direkt verschluckt. Ja, schmeckt so ein bisschen wie Odol. Ja, Zähneputzen für Punker, das ist total gut. Wenn du abends auf einer Party keine Zahnbürste dabei hast, aber versagst, aber dann Pfeffi da hast, dann nimmst du immer noch einen Schluck auf und dann kannst du am nächsten Morgen Pfeffi noch einen Schluck trinken und kannst Leuten ins Gesicht reden, ohne dich zu schämen. Aber ja, ist das wirklich so oder denkt man sich das nur so? Weil, also ich glaube, man ist da sowieso in einem Zustand, wo einem das sowieso egal ist, oder? Also. Nein. Also das Ding ist, nur wenn man irgendwie gerne betrunken auf Straßen rumhängt und Scheiße baut, heißt es nicht, dass man jetzt irgendwie sich mit seinen Freunden unterhalten will und dabei so einen richtig fiesen Pelz im Mund hat und sich denkt, die Leute wollen gerade gar nicht mit mir reden, weil sie riechen mich so. Und dann ist Pfeffi schon richtig cool. Also das ist wirklich praktisch, das Zeug. Okay, okay. Ich kriege das immer nur so aufgezogen auf irgendwelchen Partys, wenn ich halt schon längst hinüber bin. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwie auf der letzten Party... Okay, ja, du kriegst natürlich sofort... Muss man eine Mentholzigarette dazu rauchen? Nein, oder? Nein, das ist keine Pflicht. Außerdem gibt es fast keinen Menthol-Drehtabak, und wenn man nicht so viel Cola hat, dann ist mit den Filterzigaretten nicht so. Auf der letzten Party weiß ich noch, dass ich total betrunken war, aber ich war total stolz auf mich, dass ich den Pfeffi ausgeschlagen habe. Ich dachte so, nein, so weit ist es mit mir nicht. Was macht denn Punk noch so aus, außer Ärzte hören und Pfeffi trinken? Und das weiß ich nicht so genau, weil ich habe mich auch nie als Punk definiert. Also Ahnung, ich bin so ein, Mischung Gothic-Skin-Punk. Also ich habe auch alle drei Jahre meine Glatze und... Du bist aber auch Nerd. Du hast hier so ein Platine, du hast Platinen als Arbeitsspeicher. Okay, Arbeitsspeicher. Wie viel Speicher ist das? 2 GB pro Platine. Okay. Okay, du hast 2 GB also jeweils Gigabyte an Ohren. Ja, falls mein Gehirn ausfällt, dann habe ich so einen Slot dahin. Aber 4 GB, okay. Das ist ja durchaus noch Geld. Also das ist ja das nicht ist so, ein Backup sozusagen, dass du auch mir die ganze Zeit mit dir trägst. Ja. Ja, also. Nee, das Lustige ist, das habe ich zugeschickt bekommen. Ich habe von meiner besten Freundin, die da hinten irgendwo sitzt, ihr altes MacBook bekommen, weil mein Laptop abgeraucht ist. Und da war halt Arbeitsspeicher, das war zu wenig. Ich glaube, ich war 1 GB pro Platine drin. Haben wir ausgebaut. Und dann so, was machen wir damit? Wir könnten Ohrringe draus machen. Und dann habe ich den fast mal verloren und dann habe ich über Twitter und Facebook einen Aufruf gestartet, so, ey Leute, wenn ihr noch Arbeitsspeicher habt, irgendwie so, gebt ihn mir. Und daraufhin habe ich, glaube ich, irgendwie so 10 Paar geschickt bekommen, unter anderem die da. Und jetzt habe ich 4 verschiedene Farben mit unterschiedlichen IC-Größen und so und kann immer quasi passend zum Anlass die Ohrringe tragen, je nachdem, was gerade... Wenn du mal so ein bisschen Retro drauf bist, dann machst du nur 4 MB rein und ansonsten, wow, das ist sehr cool. Exakt. Sehr geil. Gibt es noch anderen Platinenschmuck? Bei mir jetzt so nicht. Aber, also weil die restlichen Platinen, die ich habe, die sind alle zu groß. Und eine Überlegung war mal, eventuell irgendwas mit den Unterarmen dran zu machen, aber wann trägt man das mal? Das meine ganz andere Frage, bist du öfters auf dem Kongress oder ist das dein erster? Das ist oder? Mein drittes Mal. Dein drittes Mal, okay. Seit es in Hamburg ist praktisch, ja? Ja, genau. Kommst du aus Hamburg? Nein, aus Frankfurt. Aus Frankfurt, okay. Was war der erste Grund, oder das erste Mal der Grund, warum du gesagt hast, jetzt fahre ich mal auf den Kongress? Mein großer Bruder. Dein großer Bruder hat dich hergestellt, okay. Nein, also das Ding ist, also ich bin halt überhaupt, keine Ahnung, ich war früher, ich glaube, als ich das erste Mal da war, habe ich gerade Ausbildung zur Industriemechanikerin angefangen und mein Bruder hat halt gemeint so, ey, komm schon, das wird lustig, das gefällt dir, da gibt es auch Themen, die interessieren dich, weil IT ist so, ich finde es nett, aber ich verstehe halt ganz viel davon nicht. Also ich es geht kann uns nicht, allen so, glaube ich. Also es geht sogar den Nerds so, glaube ich. Kann ich irgendwie, ja... Also ich habe wenig Ahnung davon, aber ich habe es halt immer verfolgt so und habe auch irgendwie die ganze Creeper-Card-Geschichte mitbekommen, fand das eher so ein bisschen, abschreckend. Also jetzt einfach, weil allgemein das Verhalten außenrum total strange war.
Und, das war ein komischer Clash of Cultures da damals. Das war, das, ja, man hat es von außen nicht verstanden. 29C3, ja, genau. Ne? Genau, und ja. Ich habe es von außen einfach nicht verstanden. Also ich habe gar keine Seite verstanden und dachte mir so, ja, ja, das ist irgendwie eskaliert. Das war ein komisches genau. Ding, ja. Und dann hat mein Bruder aber gemeint, komm mit, komm mit, komm mit. Und dann hat er mir die Karte vom C3 zum Weihnachten geschenkt. Okay. Und wegen mit dem Zahnfall. Hat mich quasi hingestupst, ja. Und es war ganz cool, weil ich habe jetzt als Abschlussprüfung von meiner Ausbildung einen 3D-Drucker gebaut und das habe ich mich im Prinzip nur getraut, weil ich irgendwie hier in der 3D-Druck-Assembly mir irgendwann mal beim ersten Mal war ich zu schüchtern, beim zweiten Mal irgendwie Leute gekrallt habe und so, erklärt mir alles. Geil, okay. Und dann habe ich in meiner Firma allen alles erklärt. Weil das ist doch mal eine geile Erfolgsgeschichte. Ja, danke. Aber das ist, der Nerd an sich erklärt ja gerne. Das ist auch, was man viel zu selten ausnutzt, wenn man ehrlich ist, aber so... die Welt erklären, das ist ja doch was dann Spaß macht. Das kann sehr anstrengend werden, wenn dann jemand nach einer Dreiviertelstunde immer noch nicht aufhört zu erklären. Aber ist ja nett gemeint. Ja, ja. Und nein, ich habe mega viel dabei gelernt so und keine Ahnung, nur über das Internet hätte ich mich das glaube ich nicht getraut, weil es einfach so, wow, ich lese Forenbeiträge und denke mir, ich bin zu dumm, es klappt alles nicht, aber wenn jemand real vor dir sitzt und sagt, hey, guck mal, klickst du da ein bisschen rum und so funktioniert das und siehst du das und dann ist alles wunderbar. Also dann ist cool. Das ist wirklich eine geile Geschichte. Das ist großartig. Ja, es ist eine totale Erfolgsgeschichte des Kongresses, finde ich irgendwie. Okay. Und wann hältst du deinen ersten Vortrag hier? Wann reichst du? Obwohl, das ist ja. über also, ich suche immer noch händeringend Leute für einen CNC-Maschinen-Podcast. Ein was? Ein CNC-Maschinen-Podcast. CNC, was ist das? Ja, ich. Also danke, CNC- da brauche ich nicht fragen. Computer Numerical Controlled, also Computer numerisch kontrolliert. Du hast. Die sind doch alle numerisch. Nee. Nee, bei CNC-Maschinen war das anfangs nicht normal. Du hast ja anfangs irgendwie Dampfantriebe gehabt, dann hattest du teilweise sowas wie Fußpedale oder sowas und du hattest dann Lochkarten und seitdem du Steuerungen hast, die ich glaube vor allen Dingen über, ich habe zu wenig Ahnung davon, deswegen hätte ich gerne einen Podcast dazu. Seitdem du eine speicherprogrammierbare Steuerung mit drin hast und die G-Code-Programmierung wird es glaube ich CNC-Steuerung genannt. Also seitdem du halt auch einen Computer dabei hast. Und das sind Werkzeugmaschinen, das heißt, wenn du irgendwie größere Stahlteile herstellen willst oder Werkzeuge oder so. Und ich arbeite an einer Werkzeugmaschine, aber ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Ahnung davon. Ich habe Podcasts dazu gesucht und ich habe Maschinenbau-Podcasts gesucht und es gibt fast keine. Stimmt, ja. Es gibt immer nur, wenn du nach Technik-Podcast googelst, so IT-Security, IT-Security, IT, IT, IT. Nee, das geht erstmal so. Apple. Und dann irgendwann IT-Security. Ja, genau, aber das nervt. Also, das ist so, weil ich mag Technikram, aber Technik ist nicht IT. So. Ja, stimmt, genau. Das ist irgendwie interessant. Ich finde irgendwie, es gibt unterschiedliche Ingenieurskulturen. Noch eine Nische gibt, die nicht besetzt ist. Das ist ja großartig. Da muss ich doch sofort jemanden finden, der hier. Ich habe einen Aufruf über Twitter gestartet. Ich würde gerne einen Podcast über CNC-Maschinen machen. Es hat sich genau eine einzige Person gemeldet und das noch nur für den Bereich Vorautomatisierung. Und dafür habe ich theoretisch schon jemanden, weil mein Ausbilder früher mit Lochkarten noch programmiert hat. Und der kann quasi sehr lustige Geschichten drüber erzählen, wie das so ist. Okay, wow. Das ist der Aufruf. CNC-Maschinen-Nerds kommt zusammen und macht einen Podcast. Ja, im Prinzip müsste jeder Maschinen... Es gibt auch Pfeffi. Genau. Ah ja. Ich bin ja eigentlich wir zum Schnaps trinken. Wenn wir hier schon mal den Offline-Pfeffi hier gekriegt haben, dann muss der auch ausgenutzt werden. So. Und jetzt macht ihr bitte alle zusammen einen Schnapsi. Ein Schnapsi. Ein Selfie, meinst du? Ein Schnapsi. Ein Schnaps-Selfie? Ich finde diese Selfie-Sticks ja übrigens sehr grausam. Oh Gott, ich kann auch ehrlich, findest du? Ja. Also du musst nicht, ne? Wenn du kannst auch ponieren. Wenn du willst, wenn du nicht willst, bist du nicht auf dem Selfie. Wo wird das veröffentlicht? Ich werde... Im Internet. Ja, genau. Sorry an alle Leute, ich habe das vorher nicht gesagt, aber ihr habt jetzt alle mit eingewilligt darin, dass ich das alles auf Instagram stelle. Na, dann folge ich dir, dann kann ich das kontrollieren. Ja, sehr gut. Genau. Also es wird nichts gegen deinen Willen oder sowas. Ne? Komm. Ich mach mal so, weil ich habe die ganze Zeit in die andere Schräge gemacht. Oh, mal Abwechslung hier. Ja, Jetzt. Oh. Ich wollte übrigens betonen, dass Franzi auf jeden Fall auch mit auf der Podcasterin-Liste ist, ich führe. Okay. Und dass ich das total cool fände, wenn du einen Kompagnon für diesen Podcast noch findest. Ich suche eine Kompaniera. Also ich nehme auch mehrere. Oder mehrere, ein ganzes Rudel-Podcaster. Die Idee war halt, so 6-7 Folgen zu machen, einmal so über die G-Code-Steuerung, einmal über die Soft-CNC-Programme wie die Sinumeric 840D-Steuerung oder so und dann die einzelnen mechanischen Bauteile unter der Automatisierung wie SPS-Steuerung oder so.
Ich habe kein Wort verstanden. Aber es klingt total gut. Also ich würde hören. Diese Ingenieurswelt, die wird mir immer ein Rätsel bleiben. Aber das ist eigentlich, das finde ich. Du hast keinen Dr. Ing, meinst du? Nee, absolut nicht. Habe ich auch nicht. Ja, ihr Lieben, wir haben noch zwei Danke Gäste dir. In der ja, vielen Franzi. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Applaus. Darf ich noch Pfeffi mitnehmen? Ja, nimm den einfach. Klar, nimm den noch mal einen mit. Sehr gut. Ehrlich gesagt, kannst du auch kennst du die Flasche? Also, kannst du das nach dem Podcast haben? Lass das mal stehen, irgendwie, falls noch jemand will, aber nach dem Podcast kannst du die auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht noch mal ganz kurz das Konzept für die neu dazugekommenen. Die beiden trinken und reden hier seit über 2 Stunden mit wechselnden Gästen, die jeweils 5 Minuten Zeit haben. Man merkt das gar nicht an mir. Stimmt, merkt man nicht. Ne? Mir auch nicht an, dass ich jetzt hier schon so ein Hardcore-BND-Breu-Intus habe. Der vorletzte Gast für den heutigen Abend. Nee, Moment mal, der bisher vorletzte Gast. Der also wenn sich hier noch Leute finden, Gast. Dann sagt Bescheid. Ja, aber ihr denkt ein bisschen an die Crew hier. Ne? Die ich glaube, Ralf Benrath will ganz dringend über Datenschutz reden. Okay, Open End. Über die Datenschutzreform. Nee. Euer nächster Gast. Oder Christoph. Ey. Ja, Funksystem, krieg dich mal wieder ein. Willst du nicht mal einen Kaffee trinken? Aus. Kann dem mal jemand ein Espresso holen? Nein, ich mach mir jetzt die Mate auf. So. Guck mal, ist da nicht noch eine Aufnahmemate? Mal so ein bisschen Ruhe und so. Ja. Ein bisschen Ruhe. So, neuer Gast, bitte. Euer nächster Gast ist Ayuvo und er möchte mit euch gerne reden. 5 Minuten über Fernpendeln damals und heute. Ja, yeah. Spannendes Thema. Erfolg pünktlich. Ayuvo, danke. Mit eigenem Getränk. Das ist. Warte mal, lass mich erstmal das Headset aufsetzen. Damit mehr für euch bleibt. Können wir dir trotzdem was anbieten? Das ist, glaube ich, gut. Das ist sozusagen Bombay Mate oder Flora Sapphire, wie immer du möchtest. Und okay. Durchaus brauchbar. Also da Bombay rein, dann hast du was Sinnvolles. Bombay. Ja, da hinten steht eine Flasche Bombay. Kann man also Flasche Bombay hier? Bombay Gin, ne? Ja, genau. Interessant. Nee, ich will jetzt, ich muss jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen von den Alkoholikern. Also ich habe eigentlich an dich gedacht, Max. Ja? Nele hat mich hier rekrutiert, eure Recruitment-Agentin. Ich hab als das Internet... Nimm den Teffi auch mit. Seid ihr irgendwie, ist dir Gewalt angedroht worden? Oder nee, so, was ach, nee, nee, okay. nee, überhaupt nicht. Okay, ich habe nur daran gedacht, du musst ja nun, musst du oft pendeln, weiß ich nicht. Jedenfalls Kalifornien, Deutschland so. Ach so, nee, das pendle ich quasi, das ist jetzt das erste Mal gewesen bisher. Ach so, okay. Ja, ich hatte mal damals, als das Internet so gerade 2 Jahre alt war, so Mitte der 90er, einen Job, wo ich 14-tägig Deutschland, Los Angeles gependelt habe. Wow, okay. Und das war damals noch so richtig schlimm. Das stellt mir hart vor. Ich will wissen, wie es da jetzt aussieht und wie die Reiserei jetzt geht und so. Ich habe so einen Damals-Fimmel, ich habe auch einen Damals-Podcast und denke mal so an, wie war das damals? Weil ich so ein alter Sack bin. Ich weiß nicht, ob Fliegen unbedingt eines dieser Erlebnisse ist, was besser geworden ist im Laufe der Jahre. Bestimmt nicht. Also das war ja alles vor 9/11. Natürlich ist es schon geworden. Ach so, das muss ich ja sagen. Ich bin ja, ich muss jetzt, man hat ja quasi keine Wahl mehr. Man muss durch einen Nacktscanner durch. Ja. Wobei ich ja ehrlich auch sage, ich finde die Dinger ja gar nicht schlimm. Ich weiß, dass sie nicht funktionieren, was natürlich irgendwie das Ding ein bisschen überflüssig macht. Aber im Wesentlichen, man stellt sich rein, hält kurz die Arme hoch, wartet 3 Sekunden und danach geht man wieder raus. Hat da eigentlich moderne Technik so den Menschen ersetzt? Also früher gab es diese komplett unsophisticated US Customs Mitarbeiter, die so überhaupt nicht... Nee, da steht jemand davor und guckt gelangweilt auf den Bildschirm. Das ist, also die kriegen dann diese Strichmännchen zu sehen und ich habe das irgendwann mal mit einer Uhr gehabt, dass sie die Uhr gesehen haben und dann leuchtete da ein roter Punkt auf diesem Strichmännchen. Also sicherlich gibt es da irgendwo diese ganzen Nacktbilder da drin, aber der hat die jedenfalls nicht zu Gesicht gekriegt. Okay. Und das ist, ich finde es angenehmer als dieses Rumgepiepe am Körper. Aber bei meiner Frau, die hatte nämlich das Kind hier, die musste nicht durch den Nacktscanner. Also offensichtlich sind sie sich dann noch nicht so richtig sicher, dass das auch wirklich ungefährlich ist. Hat diese Technik ist da, sind diese Leute immer noch da, die man so wie bei First Level Support so wie den dümmsten anzunehmenden User behandeln muss? So keine allzu schwierigen Antworten auf Fragen und alles ganz ernst nehmen und alles so ganz... Die gibt's, aber die waren tatsächlich diesmal sehr nett, hatte ich das Gefühl. Also wir hatten direkt vor uns war eine Frau mit 2 Kindern und die offensichtlich Muslime war und mit Kopftuch und so und damit Schweizer Pass und noch irgendwas und hin und her und sowas und die bemühten sich redlich, dass das alles gut geht, weil das war irgendwie hatten die Kinder den falschen Pass dabei oder ich weiß nicht, was da war. Also schön, irgendwas war da nicht so richtig in Ordnung. Also ich habe, was ich gelernt habe vor ein paar Jahren, am Anfang
steht jemand da, der nimmt dir, dem musst du deinen Pass geben und dann liest diese Person deinen Namen und fragt dich nach deinem Namen. Mhm. Und irgendwie die Theorie ist, wenn du zögerst, dann bist du nicht die Person, die du vorgibst zu sein. Man muss das ganz, ganz ernst nehmen und darf bei keiner Frage anfangen zu lachen. Das ist wie früher, als es die DDR noch gab. Haben Sie Waffen, Sprengstoff, Drogen dabei? Das muss man immer schön sagen, nein, habe ich nicht. Aber das hat, ja, aber die DDR-Erfahrung hat damals bei US Customs super funktioniert. Wahrscheinlich. Also das ist, aber ich, ich neige dazu, so, auf sowas wirklich sehr allergisch zu reagieren, aber entweder werde ich langsam alter Sack und mir wird es alles egal oder es war einfach nicht so schlimm. Ich hatte damals ähnlich wie du auch so ein sagenhaftes Immigration-Erlebnis von wegen Visum und Arbeitsgenehmigung und so. Du hattest ja auch so ein seltsames Erlebnis am Anfang. Und weil ich immer gependelt bin, hatte ich natürlich auch einen total vollgestempelten Pass. Ich weiß gar nicht, ob heute noch gestempelt wird. Und dann fragten die sich natürlich, Moment mal, wo arbeiten Sie jetzt eigentlich? Was tun Sie hier eigentlich und was soll das eigentlich und so? Hattest du den Ärger schon mal? Nee, ich bin ja, seitdem ich da arbeite, noch nie eingereist. Okay. Das ist das erste Mal in Deutschland seit. Ich bin das erste Mal seit September letzten Jahres da. Ja. Was ich allerdings gehört habe von anderen Leuten, darum habe ich mir auch noch eine Bestätigung mitgeben lassen, dass ich auch wirklich noch bei Facebook arbeite, weil was dann wohl sehr selten, aber wenn du Pech hast, dann passiert es dir halt, dass da irgendjemand sagt, beweisen Sie doch mal, dass Sie immer noch da arbeiten, für den Ort, für den Sie das Visum haben. Keine Frage ist zu dumm, ja. Und dann hast du natürlich irgendwie, musst du dann irgendwie einen Beweis aus dem Boden stampfen. Mhm. Und darum ist es halt relativ, wird empfohlen sozusagen, ja, bevor ihr irgendwie das Land verlasst, lasst euch doch eine Bestätigung. Dann kriegt man, ich habe ein PDF zugeschickt gekriegt, was automatisch unterzeichnet war. Und dann habe ich das ausgedruckt und habe es jetzt dabei. Aber wo PDF und Analogwelt? Früher hatte man von seinem Einreiseformular so einen grünen Schnipsel, so groß wie eine Fahrkarte. Das 194. Und wenn man den verloren hat, dann bekam man zwar bei der Ausreise keinen Ärger, aber bei der Wiedereinreise danach, weil man dann nämlich nicht ausgereist war und kriegte richtig Stress, weil man diese bekloppte Pappkarte vergessen hat abzugeben. Gibt's die noch? Nee, also es gibt ein digitales... Für Touristenvisa ist das doch, glaube ich, oder? Für alle, die keine Green Card haben, glaube ich. Ja. Also es gibt ein I-94, heißt das. Das ist sozusagen der Beleg, wann man eingereist ist. Mhm. Und als ich meine Social Security Nummer beantragt habe... ist das noch so ein Zettel? So ein räudiger Zettel? Das ist wirklich... Das kann ich gleich... Also auf jeden Fall brauchte man da auch das I-94. Und ich wusste nicht mal, wovon die Frau spricht. Mhm. Das war halt so ein Zettel, der uns in die Hand gedrückt war. Mhm. Und die sah meinen etwas leeren Gesichtsausdruck und sagte, warten Sie kurz, ich ziehe ein. Und dann hatten wir den danach noch mitgegeben. Ebenso hier haben sie einen aktuellen I-94, den kann man sich irgendwo online runterladen. Mhm. Die Social Security Number ist so ziemlich das Bekloppteste, was es gibt. Das ist eine Zahl, von der ich glaube, alles bis auf die letzten vier Stellen furchtbar geheim ist. Mhm. Die letzten vier Stellen braucht man aber für so ziemlich alles. Ja. Was jetzt aber lustig ist, dass bis vor wenigen Jahren konnte man die, ich weiß nicht wie viele Stellen davor, aus dem Geburtsdatum ermitteln. Mhm. Also wenn ich die letzten vier Stellen einer Social Security Number wusste und das Geburtsdatum einer Person, kann ich mit ziemlicher Sicherheit die gesamte Social Security Number berechnen. Dieses Social Security Number bekommt man auf einem Zettel, den man noch in der Form hat. So Thermopapier war das früher, so ein Nee, das ist schon dicker, das ist schon so ein dickeres Papier, aber es ist winzig, also es ist so ein winziger Papierschnipsel, den man auch nicht abheften kann oder sowas. Aber wenn man den verliert, dann ist man des Todes quasi. Genau. Außer, dass man dann eine neue kriegt, weil irgendwie geht's dann doch. Ich habe keine Ahnung. Also es ist dieses Social Security Number Spiel ist mir noch nicht bekannt, aber es ist auf jeden Fall man braucht diese blöde Nummer ständig. Man kann gar nichts machen ohne diese Nummer. Und ist inzwischen der Überwachungsstaat ausgebrochen oder nicht? Ich war ja nun seit meiner Pendelzeit praktisch nicht mehr da, so 20 Jahre. Man merkt das ja nicht. Also das ist ja das Schöne an einem Überwachungsstaat, dass er einem leise in den Nacken atmet. Und also, ich habe gehört, du hast Überwachungsdevices in deinem Auto freiwillig für deine Versicherung. Ach so, ich habe so einen Dongle da drin stecken, da brauche ich nur weniger Versicherung zu zahlen. Ja. Also wir zahlen pro gefahrenen Kilometer die Versicherung oder pro gefahrener Meile. Metromile heißt das Ganze und das ist ein Vielfaches billiger als die anderen Autoversicherungen. Mhm. Und man hat dadurch auch noch eine App, wo man immer sehen kann, wo das Auto gerade steht, weil das halt auch GPS drin, dieses Ding. Und praktisch, wenn man mal verlieren geht, ja. Praktisch, wenn man mal sein Auto nicht mehr findet. Ja. Es ist halt, der Umgang da ist doch sehr, sehr anders mit sowas. Also war das jetzt? Sind wir durch? Okay. Das war ja die K-Leitung gerade.
Die Engelschichten laufen aus. Und das möchte niemand Club Jehova. Und was machen wir, wenn wir das hier wie was ich so, seit ein bisschen Leitung platzt, was passiert dann? Das möchte niemand tragen? Das möchte niemand aufwischen, was dann passiert, wenn die Engelleitung aufläuft. Ich geh mal, es gibt ja noch einen Gast nach mir. So, also, das scheint auch nicht so interessant. Meine eigene Neugier hier so, aber ich dachte, ich muss dich das mal fragen, wie sich das anfühlt. So. Das fühlt sich, ganz kurz noch, was ich sagen muss, was wirklich großartig ist, ist so die Existenz von Skype und FaceTime und all diesen Formaten, weil es wirklich das Kontakthalten sehr, sehr viel einfacher macht. Und das ist sowas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. So, wir machen jetzt noch ein Selfie. Das und, vorletzte Selfie des Abends. Genau, ja, und dann machen wir noch einen Gast oder eine Gästin. Genau. Und dann... Dann haben die Engel ihr Recht. Dann kriegen die Engel ihr Recht. Hallo. Klick. Ey, MS Pro, wie du immer guckst. Man sollte doch ein bisschen die leeren Gesichter, die wir hier teilweise gucken, doch... Genau. So. Vielen Dank an Ayuwo. Genau. Danke, Ayuwo. Unser vorletzter Gast für heute Abend. Ich wusste nicht genau, wir haben wirklich noch ein Thema, was unbedingt behandelt werden muss für heute Abend. Ja. Natürlich war Toilettenparty war schon ganz gut. Marcel und Lukas sind schon wieder hier und tanken Alkohol nach. Ja. Also hier gibt es BND-Bräu, nur so als Anmerkung nochmal. Und zwar ist euer letzter Gast heute Nils Ningvi mit der Frage, was ist dein Thema? Die Lösung für alle Probleme der Welt. Teil 1,5. Endlich klären wir das mal. Und das ist euer letzter Gast für heute Abend. Ja, aber ohne diese Frage hätten wir jetzt so. Aber in da haben wir jetzt sozusagen die zweite Besetzung von dem Fernostwärts-Podcast, der gestern lief. Ich hoffe, du brauchst für die Beantwortung aller Lösung der Welt nicht 6 Minuten 30, weil dann können wir es leider nicht mehr. Wir müssen das kurz erklären. 4 Minuten 45, rein locker aus. Das war mein iPhone. Egal. Moment. Also, es gibt einen Podcast namens Fernostwärts, der hatte gestern schon seinen Auftritt hier. Da war eben die Michelle, die wir eben gerade schon hatten, war dort zu Gast. Die eigentliche Kernbesetzung dieses Podcast Fernostwärts ist Whitey Chan, aka Katharin, plus Ningvi, aka Nils. Ich glaube, ist ein Fanboy. Genau, ich bin ein großer Fan des Podcasts, des Fernostwärts-Podcasts und deswegen kenne ich das alles sehr gut und deswegen sind wir umso stolzer, jetzt auch noch Nils hier bei uns zu haben. Ja, ich würde jetzt aber gerne weg vom China-Thema, denn es geht ja um die Verbesserung aller Probleme der Welt und also ein einzelner Podcast trägt da nicht unbedingt dazu bei. Nee, ich würde gerne nur das jetzt ein bisschen beschließen mit so einem philosophischen Aspekt und ich glaube, wir sind auch alle auf dem gleichen Pegel, so mehr oder weniger. ich will aber auf jeden Fall noch einen Schnaps, bevor ich hier von der Bühne gehe. Nee, stimmt, ja, genau, das machen wir. Aber... jedenfalls, das war ja, der Witz an dem Titel ist, das war die letzte Folge von WMR. Da habt ihr ja Teil 1 gemacht und Teil 2 gibt es noch nicht. Deswegen dachte ich mal, machen wir 1,5. Denn, natürlich, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen. Ich meine, ich bin jetzt hier wieder ein weißer, heterosexueller Mann auf der Bühne. Ist jetzt nicht so toll, aber wir hatten eine Keynote mit einer schwarzen Frau mit Kopftuch. Das ist schon mal super. Aber ich finde, seitdem kam von dem Motto, Grenzen überwinden, Gated Communities nicht mehr so viel rüber auf dem Kongress. Zumindest für mich jetzt nicht. Deswegen würde ich jetzt mal darauf gerne zurückkommen und einfach eure Meinung dazu ein bisschen hören. Wie habt ihr das bisher wahrgenommen? Also Gated Communities, ich bin jetzt das zweite Mal hier. Ich studiere Informatik im Nebenfach, aber ich würde mich nicht als Hacker beschreiben und mich auch nicht mit den meisten Leuten hier auf dem Kongress identifizieren, so persönlich. Nicht böse gemeint. Und deswegen, also für mich ist das halt schon relativ offensichtlich, dass es hier unterschiedliche Subkulturen im Kongress gibt. Und mich würde interessieren, wie ihr das wahrnehmt und wie ihr das jetzt gerade eben im Kontext des Kongressmodus seht. Machen wir da jetzt unter diesem Motto irgendwie die Welt ein bisschen besser? Bringen wir uns da jetzt irgendwie näher zusammen? Puh, das ist ein sehr großes Fass, das du da aufmachst. Das muss man schon so sagen. Also was mir jetzt gerade so ein bisschen aufstößt, ich weiß nicht, wie man es das eigentlich ist es ja dieses Selbstverständnis, dieses Hacker-Selbstverständnis, das ist ja eigentlich, das sind ja immer die Nerds, ist ja ein eher sehr negativer Begriff, den sich eine Bewegung für sich selber angenommen hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die Elite klassisch gewesen oder sowas. Also das waren ja immer die in den Filmen, die Idioten, die es eh nicht drauf haben und sowas. Und dieses... Und dass sich das
zu einem gewissen Grad, aber allerdings auch nur bis zu einem gewissen Grad gewandelt hat, sozusagen, dadurch, dass viele Nerds heutzutage und auch schon längere Zeit sozusagen die Jobs haben, die irgendwie ganz cool sind und dadurch auch ganz okayes Geld verdienen und sowas, hat sich das vielleicht so ein bisschen gewandelt, aber ich glaube, für viele ist hier auch so dieses endlich mal normale Leute, also unter seinesgleichen zu sein, unter Leuten, unter denen man jetzt keine Hemmung haben braucht und sowas, ist das doch immer noch ein sehr wichtiges Element. Und ich glaube, darum stößt das auch bei einigen Nerds so negativ auf, dass man sozusagen plötzlich so wie, ich soll in dieser Rolle drin sein, also was du jetzt gerade meintest, so dieses weiße heterosexuelle Männer, und ich war doch selber immer einer der Ausgeschlossenen. Und also ich auch solche pauschalen, ich glaube auch solche pauschalen Bezeichnungen tragen, können da durchaus fehltragen. Habe ich mich jetzt total in die Sackgasse geredet? Ich versuche das mal ein bisschen anders aufzuzäumen, ja, das Ding. Und zwar, ich glaube, dass aus dieser Grunderfahrung des Nerds, der Ausgeschlossenheit, die Max ganz gut beschrieben hat, die aber eine andere Ausgeschlossenheit ist, die zum Beispiel Leute, die tatsächlich Diskriminierung ausgesetzt sind, erfahren, also beispielsweise schwarze Personen oder teilweise Frauen oder wie auch immer, dass diese Ausgeschlossenheit, die Nerds erfahren haben, dazu geführt hat, eben eigene Communities zu bilden, und dass es der Kongress ist eine der sichtbarsten Manifestationen dieser eigenen, selbst erschaffenen Communities der Nerds, die man so hat hier in Deutschland. Aber da gibt es natürlich auch ganz viele andere Beispiele, auch außerhalb von Deutschland, die eine ganz großartige Sache sind. Ja, da sind Communities entstanden, die dann tatsächlich auch sozusagen Leute aufgenommen haben, die es in bestimmten anderen Kreisen schwierig gehabt haben und die dann auch mehr oder weniger für sich ein Safe Space sozusagen erschaffen haben, aus dem Nichts. Dann kam aber tatsächlich so dieser Prozess der letzten Jahre in Gang, der Nerd- und Hacker-Community einen gewissen Aufwind gegeben hat, was ihre soziale und gesellschaftliche Relevanz gehoben hat. Wir wissen das alle, so IT ist halt einfach jetzt mittlerweile ein Mainstream-Ding. Es gibt eigentlich nichts mehr, was nicht irgendwie IT-gesteuert ist. Deswegen kommt den Nerds und Hackern halt auch eine ganz spezielle Rolle in dieser Gesellschaft zu, die eine gewisse Machtbasis, natürlich auch eine gewisse ökonomische Basis sozusagen erhoben hat. Und von der wir jetzt auch sozusagen bei diesem Kongress auch sehr profitieren. Ja, das sind sehr, sehr viele Leute, die hier sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Ressourcen reingeschaffen haben, auch weil sie es können, weil sie halt auch diese Ressourcen haben, weil sie eben auch in dieser gesellschaftlichen Stellung stehen. Wo ich das Problem sehe, ist halt, dass diese Anhebung von Relevanz und von natürlich auch Macht, die damit einhergeht, zu wenig reflektiert wird aus der Community. Weil diese Community versteht sich nach wie vor als eine Community von Outsider. Sie versteht sich nach wie vor als ein Safe Space für die Ausgeschlossenen, die damals irgendwie in der Schule gemobbt wurden oder wie auch immer. Dabei sind sie da längst herausgewachsen. Sie sind jetzt selber eine gesellschaftliche Institution. Sie haben selber gesellschaftliche Macht in den Händen. Und damit auch die Macht, Dinge zu verändern. Und das, finde ich, kommt meistens nicht so rüber. Es gibt so eine gewisse Selbstgerechtigkeit in Form von, nein, eigentlich sind wir hier immer noch das, also allein dieser Name, Chaos Computer Club, wir sind Chaos, wir sind unorganisiert, wir sind irgendwie, wenn man sich zum Beispiel den Chaos Computer Club anguckt, die Strukturen sind intransparent, im Endeffekt gibt es nur informale Strukturen. Es gibt Strukturen, es wird immer abgestritten, dass es Strukturen gibt, aber es gibt Strukturen, die sind aber informal, sind intransparent, von außen nicht einsehbar. Und all das wird dann eben nicht reflektiert, obwohl der CCC beispielsweise, also es ist nur ein Beispiel, der CCC ist nicht das einzige Vehikel, was es da gibt, aber der CCC hat eine ganze Menge gesellschaftliche Macht, aber diese gesellschaftliche Macht reflektiert sich nicht im Sinne von dem, was eine Institution die gesellschaftliche Macht hat, an die Ansprüche, die man sonst hat an eine Institution, die gesellschaftliche Macht hat. Ja? Eben Transparenzansprüche,
und Rechenschaft und so weiter und so fort, sondern sie tun immer noch so, als wären sie die ausgegrenzten Nerds, die irgendwie nur so zufällig irgendwie in diese Position gelangt wird. Dabei ist diese Position schon seit 20 Jahren bei ihnen inne und die Macht wächst immer weiter. Und ich finde aber tatsächlich, dass auch ein Wandel da stattfindet. Also es gibt einen Wandel hin zu einem Bewusstsein für, okay, wir sind in einer Machtposition, wir müssen diese Machtposition auch mal für etwas anderes einsetzen, als nur für unsere eigenen Belange, sondern etc. Und da war dieser Talk, diese Keynote auch ein gutes Signal dafür. Und ich sehe diese positiven Elemente, ich sehe sie aber noch nicht in der Breite und in der Reflektiertheit, wie ich sie gerne sehen würde. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen wollen, okay, lasst uns abbrechen, lasst uns auf die Kloparty gehen und die positiven Aspekte. Darf ich kurz das letzte Wort haben? Ja, natürlich. Nils, natürlich, du löst jetzt ich ja auch, die ich Probleme ja auch Sie der gebeten. Welt. Ja, natürlich, nein. Ich möchte hier nur dazu aufrufen, es ist ja fast 3:30 Uhr nachts. Es ist nie eine schlechte Idee, selbst in sehr betrunkenem Zustand über politische Dinge und über gesellschaftliche Dinge nachzudenken und zu diskutieren. Es gibt ja dieses alte Zitat, betrunken schreiben, nüchtern gegenlesen, das verschiedenen Personen zugeschrieben wird. Und mit Reden funktioniert das genauso. Betrunken reden, nüchtern gegenhören, zumindest bei Podcasten. Aua, aua. Deswegen, ja, nein, nicht als Podcast-Macher natürlich, aber bitte denkt einfach mal so als Community darüber nach, wie wir trotz interner Differenzen wichtige politische Messages irgendwie weitertragen können über dieses CCH hinaus. Und auch über andere Fragen. Das sind so Dinge, die sollte man bei aller Flauschigkeit und allem Alkohol hier nicht vergessen. Und das muss ist man ein auch tolles nicht. Das ist alles sehr vereinbar. Das lassen wir. Das ist mal ein tolles Endstatement. Und vielen, vielen Dank an Sendezentrum. Genau, das und da stehen immer die fünf gleichen Leute hinterm Tisch. Dankeschön. Den ganzen lieben und langen Engel. Tag. Wir haben hier gar nichts und mehr alles zu tun in diesem Podcast. Dankeschön für das tolle Publikum und die tollen genau Gäste. Vielen Dank für Nils für die und letzte genau, Frage. Genau, du kommst auch mit auf das letzte Selfie. Ja, ja. So. Wo kommt das nochmal hin? So. Es funktioniert immer nur beim dritten Mal. Irgendwie eine, okay. Ja. Und so, wir bedanken uns natürlich für den letzten Podcast des dritten Tages. Ja, eigentlich vierten Tages, Anfang vierten Tages. Es kommt mit der letzte Podcast überhaupt. Okay, für heute das Internet ist voll. Der letzte Podcast auf der Sendezentrumbühne für den dritten Tag. Und ihr habt so lange durchgehalten, Jungs. Max und MS Pro, wir müssen reden mit unseren Gästen. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, ich möchte gerne nochmal sagen, vielen Dank für alle, die sich auf die Bühne getraut haben. Vielen Dank fürs Hiersein. Es war mir ein großes Vergnügen. Toll, was für Hörer wir haben. Genau. Gut, dass es noch geklappt hat. Genau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Bis zur Folge 100. Tschüss.